Ich fange wieder wie üblich damit an, dass ich sage, ich erkläre es nur dem Geist, der sich jetzt in diesem Moment dieses Video ausdenkt. Es ist sehr interessant, wie man sich ständig in die Irre führen lässt durch die Meinung irgendwelcher Menschen, die man sich ausdenkt. Du lebst in einer Traumwelt. Das ist jetzt einmal eine Behauptung, die ich aufstelle, die von dir selbst geträumt wird. Die Loslösung von diesen Irrlehren der von dir ausgedachten Menschen, die übrigens ganz, ganz bewusst Erschinaffen wurden, ist so unendlich einfach, so einfach, wie man ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen kann, wenn man das Prinzip verstanden hat. Und ich will dir das jetzt einmal zeigen, dass es erst einmal darum geht, dass du erkennst, dass nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, was dafür kann, dass er in dir genauso in Erscheinung tritt, wie du ihn jetzt denkst. Das ist der Grundsatz von Holofeeling, dass alles, was du denkst, von dir erschaffen wird. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Und man vergisst es immer. Darum fasse ich jetzt nochmal in ganz einfachen Worten zusammen, dass ich mit 5, 6 Sätzen in der Kernaussage jegliche Form von Philosophie, Naturwissenschaft und Religion ad absurdum führe. Und zwar auf eine Art und Weise, dass der Intellekt eines 13-Jährigen ausreicht, um das zu erkennen. Ich beginne ganz einfach mal mit diesen Sätzen. Der erste Satz ist, einen Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Jetzt ist natürlich, das setzt voraus, dass du nicht ein Mensch bist. Aber da geht das Problem schon wieder los. Was machst du aus dem Wort Mensch? Ein sterbliches Säugetier, ein Trockennasenaffe per wissenschaftlicher Definition. Gehört zur Gattung der Primaten. Darum ändere ich jetzt diese Aussage, dass ich sage, die Informationen, die du erlebst, erlebst nur du. Das heißt, selbst nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis, und ich rede jetzt einmal ganz bewusst naturwissenschaftlich, du kannst nur dann, du Geist, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist, dazu muss man auch wissen, was Geist ist, du kannst nur das wahrnehmen, was hier und jetzt als Information in dir selbst, Naturwissenschaft wird sagen, in deinem Gehirn vorliegt, an Information. Mal gleichgültig, wo diese Information herkommt. Sie muss in dir drin sein, dass du das wahrnehmen kannst. Wenn etwas nicht als Information in deinem Gehirn vorliegt, kannst du es auch nicht wahrnehmen. Bei diesem ständigen Wechsel deiner Informationen ändert sich an dir selbst, an den Geist, der diese Informationen, diesen Informationswechsel erlebt, überhaupt nichts. Du bist immer derselbe Geist, egal welche Information dir im Moment bewusst ist. Und die ändert sich von Moment zu Moment. Ich fange heute schon gleich zum Ganzen an wieder. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage, dass alles, was du dir jetzt denkst, dass du geistlos nachdenkst, ich sage auch gerne mal nachäffst, was du vom Hören sagen kennst, in Bezug auf Mikrokosmos, Makrokosmos und irgendeine jetzt, de facto jetzt gedachte Vergangenheit, die du nur vom Hörensagen kennst, die du nicht selbst erlebt hast, wo du kein Augenzeuge warst. All diese Wissenselemente sind komplett austauschbar. Was heißt das? Das heißt, dass egal was ich behaupte, in Bezug auf Makrokosmos, auf Mikrokosmos oder auf eine ausgedachte Vergangenheit, sind schlichtweg und einfach metaphorische Märchengeschichten. Die kann man nicht entdecken. Ich kann nicht etwas entdecken, was empirisch nicht wahrnehmbar ist, also unvorstellbar klein ist. Ich kann mir was unvorstellbar Kleines vorstellen. Zum Beispiel Wassermoleküle, Atome, Protone. Ich kann mir auch was unvorstellbar Großes vorstellen. Rein im Gedanken. Ein heliozentrisches Weltbild, irgendwelche Galaxien, schwarze Löcher, weiße Löcher. Antimaterie, das sind alles Worte, die sich auf etwas beziehen, das du in keinster Weise im Mesokosmos, im Bereich deiner sinnlichen Wahrnehmung in Erscheinung treten lassen kannst. Das heißt,
das kann auch nicht entdeckt werden. Es kann jetzt ein von mir ausgedachter Mensch da sitzen und in dem Moment, wo ich mir einen Menschen ausdenke, und Mensch bezieht sich jetzt immer blau gelesen auf einen irgendeinen Trockennasenaffen, und ich kann mir jetzt denken, dass dem was einfällt, dass das so sein könnte. Das ist die Grundlage deiner kompletten Religion, deiner kompletten Naturwissenschaft. Es sind ganz subjektive Ideen. Idea, griechisch, heißt auch äußere Erscheinung. Wobei da außen nichts ist, weil es wird ja nur gedacht. Und selbst wenn ich mir jetzt das ausdenke, bleibt es meine Information. Und jetzt haben wir noch diese zwei Seiten, auch mit der sinnlich wahrgenommenen Information und der sinnlich wahrgenommenen Information. Beide sind Informationen. Wir haben gerade festgestellt, es muss in deinem jetzt ausgedachten Gehirn drin sein. Und ich weiß nicht, auf wie viel Selbstgesprächen ich dich darauf hinweise, existiert dieses Gehirn überhaupt, wenn du nicht dran denkst. Auch dieses Gehirn ist etwas, dein Gehirn wohlgemerkt, ist etwas, was du in keinster Weise sehen oder überprüfen kannst. Ich höre jetzt immer die Ja-Aber-Sage in der Naturwissenschaft und die merken gar nicht, wie sie sich nahen. Es gibt in einem meiner Selbstgespräche, und ich nenne Selbstgespräche zum einen die ganzen Holofeeling-Bücher, die Ohrenbarungen sind Selbstgespräche, und die ganzen Videos hier auf diesem Kanal, das sind auch Selbstgespräche. Weil ich erkläre das ja denen, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Und dieses Ich ist jetzt nicht dieser Lautsprecher, den du zuhörst. Und ich sage jetzt schon wieder, der Lautsprecher, den du dir jetzt denkst, der hat nicht existiert, bevor du ihn nicht gedacht hast. All das ist hundertprozentig sicher. Und das ganze Geschwurbel von diesen Honks und Vollpfosten, die du dir ausdenkst, die du die Elite deiner Welt nennst. Und jetzt gleich, das wirkt jetzt dann auch schon wieder, du reagierst auf diese Wörter, und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an, und du wirst feststellen, das ist alles reines Holofeeling. Du musst nur in der Lage sein, dass du ein Wort, ein Geräusch nicht einseitig auslegst. Und darum übertrage ich jetzt einmal den Bildschirm. Und da schauen wir jetzt ganz einfach einmal rein. Und dann werde ich dir zeigen, wie du dich narrst mit dem ganzen Geschwätz der Elite deiner Welt. Dieser ständige Streit um richtig oder verkehrt. Diese Kategorie 2-Fragen, wie ich das nenne. Ich bin das in tausende verschiedenen Variationen in den Selbstgesprächen angegangen. Wann willst du endlich loslassen? Es ist eine Endzeit. Es wird nichts und niemand, den du dir ausdenkst, überleben. Schon gar keine sterblichen Säugetiere. Es macht keinen Sinn, eine Menschheit oder einen menschlichen Körper am Leben halten zu wollen. Das ist so eine einfache, hundertprozentige Erkenntnis, die jegliche Form von Moral in deiner Welt, verlogener Moral, über den Haufen schmeißt. So. Und jetzt gehe ich da mal rein. Und wir fangen jetzt als allererstes ganz einfach einmal an hier. Philosophie-Magazin. Schwirbelnde Intellektuelle. Und ich mache jetzt eine von Milliarden von Internetseiten auf. Da sind jetzt Worte vor dir, die sind alle gleichzeitig da. Ich weise da immer wieder drauf hin. Du hast zwei Arten. Dieses im Anfang war das Wort zu definieren. Das Wort zuerst einmal kann eine optische Darstellung sein, das zum Beispiel ist ein Wort, das ist ein Wort, das ist ein Wort, das ist ein Wort, das sind Worte. Aber wie du jetzt siehst, sind die alle gleichzeitig da, auf diesem Monitor, den du jetzt vor dir hast. Und in dem Moment, wo du aus diesen optisch wahrgenommenen Worten in Form von Schriftzeichen Geräusche machst, hast du den Eindruck, dass die nacheinander kommen. Zeitlich, chronologisch. In letzter Zeit breitet sich ein Wort von Twitter und so weiter und so weiter. Wobei jedes Geräusch, das auftaucht, taucht immer jetzt auf. Weil alles, was prinzipiell in dir auftaucht, taucht immer hier und jetzt auf. Das habe ich tausendmal durchgekaut. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Ich spreche es nur ganz kurz an, weil wir sind in einer Wendezeit. Ich weise dich nochmal darauf hin. Es wird jetzt eine elementare Scheidung passieren in deinem Traum. Und zwar, ob du weiter unbewusst weiter träumst oder ob du wach wirst. Was das für dich bedeutet, kannst du im Moment überhaupt nicht ermessen, und es ist jetzt vollkommen gleichgültig, an was oder an wen du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Du denkst zuerst einmal an den aktuellen Körper, der jetzt vor dem Computer sitzt oder ein Handy in der Hand hält oder ein Tablet anglotzt. Das bist nicht du. Der Körper existiert genauso wenig wie jeder andere Gedanke, den du
nicht denkst, auch nicht existiert. Es existiert für dich, existere heraustreten aus immer bloß die momentane Information und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Ist da irgendwas schwer zu verstehen, wenn ich das sage? In was für einem Wahn lebst du eigentlich, wenn du meinst, dass ein Gedanke, den du nicht denkst, trotzdem da außen ist? In was für einem Wahn lebst du eigentlich in dem Moment, wo du glaubst, dass etwas, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, das Faktum besteht darin, dass du jetzt was denkst, dass das in der Vergangenheit schon war, bevor du es gedacht hast. Dein momentanes Leben, dein Wissen besteht aus 99,9 Prozent Meineiden, wenn du das beschwörst. Und das ist die Falle. Die Welt ist das, was der Fall ist. Und jetzt lesen wir da ganz kurz rein. In letzter Zeit breitet sich ein Wort von Twitter in den Feuilletons der großen Zeitungen aus, Schwurbeln. Der Schwurbelverdacht beendet jeden Diskurs und hat innerhalb der Philosophie eine Tradition. Ich sage gleich von vornherein, diese Philosophie ist genauso verkommen wie die Religion und die Naturwissenschaft. Du musst jetzt nur in dein Internet gehen, die Zeitungen aufschlagen, was du über Religionen hörst. Diese vielen verschiedenen Religionen, reine Schwätzer, der pure Wahnsinn. Da hast du übrigens, Irene, heute Morgen diese schöne in Gottes Haus, in meines Vaters Haus, in viele Wohnungen, diesen Filmausschnitt, dass du merkst, es sind Wahnsinnige. Jeder glaubt seine Religion, sein Glauben. Das sind alles Insekten. Auch die Naturwissenschaft, das ist die größte und die schlimmste Schäfte. Und die Philosophen sind noch schlimmer. Das ist jetzt, das werde ich dir gleich zeigen. Das ist jetzt ja Philosophie-Spektrum für Philosophie. Wir schauen uns dann gleich einmal Spektrum der Wissenschaft Philosophie an. Philosophie heißt die Liebe zur Wahrheit. Da steht übrigens Sophie Sub. Zum absoluten Ende, das auch der absolute Anfang ist. Das Wort Philosophie ist genauso einseitig verkommen wie alles andere in deiner jetzigen Traumwelt und es ist wohlgemerkt nichts verkehrt gelaufen. Ich nenne das, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Und du hast die Fehler zu erkennen. Ich frage mich bloß, wie viele Fehler muss ich dir eigentlich noch einspielen, dass du merkst, so blöd können doch Menschen gar nicht sein. Und ich sage immer, Figuren in deinem Traum können nichts dafür. Es sind Spiegelbilder von dir selbst. Du kannst es drehen und wenden, solange du dich über irgendwelche ausgedachte Menschen aufregst, egal, ob du die jetzt sinnlich wahrnimmst, ob das sinnlich wahrgenommenen Informationen auf deiner Verabredung sind oder ob du jetzt hier nur Pixelmännchen siehst, ich kann ja da mal kurz draufklappen, das, was du jetzt anschaust, ist ein Monitor, das sind keine Menschen. Das sind übrigens die Meinungsumfragen, ich rede jetzt mal in einem normalen Deutsch zu dir, von deutschen Politikern und die aktuellen Zahlen Februar. Hochinteressant, bis Ende Januar hat unser Lauterbach noch eine Zustimmung gehabt. Der ist jetzt um 7% in der Zustimmung der Bevölkerung gesunken. Das ist der beliebteste Politiker, Realpolitiker gewesen. Jetzt, wenn du dir einmal irgendwelche Filmchen von diesen Pixelmännchen herholst, die große Frage ist, wenn diese Zahlen stimmen, ich bleibe einmal normal gedacht in der normalen Welt da außen und du schaust dir den Typen an, wenn du den im Fernsehen oder in Talkshows siehst. Wenn du ein bisschen wirklich ein vernunftbegabter Mensch bist, müsste dir eigentlich aufhören, der weiß doch gar nicht, was er spricht. Das ist ein Wahnsinniger, der hat in eine Klapse. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich frage mich jetzt, wenn ich den Deutschlandrenn nehme, dass also hier fast 70% bis Ende Januar ihn als den beliebtesten Politiker angesehen haben. Was sind das für Menschen, wenn da außen welche sein sollten, wenn du sie nicht denkst? Du brichst dann übrigens das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von allem, was da drum am Himmel oder da drunten auf der Erde. Du wirst eine tiefe Demut kriegen von meinen göttlichen Geboten. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du nicht anfängst, irgendwann einmal diese Gebote zu halten. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist ein Gotteskind. Wenn du Geist bist, du mich jetzt sprechen hörst. Und alles, was du dir ausdenkst, kann auch nichts hören. Weder Menschen, die du dir ausdenkst, das sind einfach nur Informationen von dir. Das ist so einfache Sätze, wo ich sage, ein menschliches Ohr kann so viel hören wie ein Mikrofon, ein menschliches Auge kann so viel sehen wie eine Kamera, ein menschliches Gehirn kann so viel empfinden und denken wie ein Computerchip. Erleben du den Traum nur der Geist, der träumt. Und du erlebst nur deine eigenen Informationen.
Und wenn du das jetzt zu Vorstellungen machst, einfach ein Bild, dann denkst du hier an einen Trockennasenaffen, das ist nur ein Reizauslöser. Bei Holofeeling geht es um positive Wissenschaft. Da bin ich auch in vorhergehenden Selbstgesprächen, ich spreche das immer wieder an, drauf eingegangen. Man trennt in Wikipedia, und ich mache extra Wikipedia, weil ich sage, ich benutze die normalen Quellen, die normalen Bücher, die dir zur Verfügung stehen. Wenn du dich jetzt informierst, wenn du in dir eine Form aufbaust, baust du immer eine Form auf, aufgrund von irgendwelchen Worten oder Geräuschen. Aber die legst du sehr einseitig aus. Dieses im Anfang war das Wort, kriegt eine vollkommen neue Dimension. Und dann sind da plötzlich in einem Deutschland drin Meinungsumfragen. Jetzt denkst du dir Menschen aus, du brichst damit das zweite Gebot. Diese Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, sind hundertprozentig nur Gedanken in deinem Kopf. Das heißt doch mal nur Gedanken. Und dann äffst du Meinungen nach. Das ist jeder Fachmann. Was nützt eigentlich eine Meinungsumfrage? Wir gehen nochmal genauer darauf ein. Wir gehen einmal davon aus jetzt, bewusste Außen sind Menschen, diese Menschen, die wir uns jetzt ausdenken, welche Meinung können die eigentlich haben in Bezug auf Mikro- und Makrokosmos? Doch nur die Meinung, die sie sich anlesen. Welche Meinung können diese Menschen haben in Bezug auf ein Coronavirus? Doch nur die Meinung, die sie sich anlesen, die sie wiederum nur aus Medien und Basieren haben. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, es ist vollkommen nichtssagend. Eine Meinung ist wie eine Kritik, wenn ich sage, eine Kritik, die irgendeine Figur in deinem Traum äußert, sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird, sondern alles über dieses einseitige Wertesystem, das diese Figur äußert in deinem Traum. Die aber das äußert, was du träumst, und du wiederum als träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Das mache ich jetzt gleich einmal weg. Und jetzt schauen wir hier mal, wie es weitergeht. Diese Philosophie ist genauso verkommen wie die Naturwissenschaft und die Religion. Es geht eigentlich immer bloß um Macht und Geld, bis auf wenige Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Wenn schon anfängt, irgendeine Automobilfirma oder irgendeine Firma eine Philosophie zu vertreten, eine Philosophie ist nicht etwas, was man vertritt, sondern das ist die absolute Liebe zur Weisheit. Und die Weisheit ist der Ursprung von allem. In den letzten Wochen breitet, das ist natürlich schon ganz interessant, wenn ich das jetzt nämlich herpreisiere, Berei, heißt im Schöpferkopf bzw. im Spiegel, und Ede ist hier. Und jetzt. Sieh einen Begriff von Twitter in den Feuilletons der großen Zeitungen, da haben wir schon das Geross, als Schwurbeln aus. Bezeichnet werden mit diesem Begriff vor allem Äußerungen. Das sind jetzt lauter so Kleinigkeiten, mit Holofeeling kriegt es einen komplett anderen Sinn. Das heißt nämlich die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, und das heißt Beschwörungen. Diese Beschwörungen sind die Meineide der Figuren in deinem Traum, und es sind letztendlich immer noch Spiegelbilder deines eigenen Intellekts. Du bist ein träumender Geist, und ich sage immer, ich benutze auch gerne die Computermetapher. Das heißt, du wirst nur die Bilder in deinen Kopf aufschmeißen, die sich letzten Endes auf der Datei, auf dem Programm befinden, das du zurzeit in dir laufen hast. Das heißt, das, was du beschwörst, verwirklichst du in deinen Kopf als Vorstellung und kannst du dann sogar auf deine VR-Brille realisieren. Egal, um was es jetzt geht. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und es geht hier vorherrschend Umgang mit der Pandemie, dieses Ausgedachte, wobei Pan jetzt erst einmal ein Aspekt plus ist im Hebräischen, und das wiederum ist wiederum alles, wenn wir ins Lateinische gehen. Panderei, alles fließt in einen ständigen Auf und Ab. Und ungeimpftig kritisch verhält, das heißt, ich habe jetzt wenn abgehackt gesprochen, die sich zum vorherrschenden Umgang mit der Pandemie und den Ungeimpften kritisch verhält. Als Schwurbler gelten unterschiedslos Verschwörungstheoretiker, Querdenker und oft auch diejenigen, die pauschal verurteilen von Ungeimpften problematisierten. Das heißt also, das Spiegelbild, ein Schwurbler bist du, wenn du irgendwas nachäffst. Schwurbeln leitet sich vom mittelhochdeutschen Schwerben, Daumen sich im Kreise drehen. Ich sage immer, das spielt keine Rolle, wenn du weißt, wer du bist. Es spielt aber eine Rolle in dem Moment, wo du auf die Bühne des Lebens gehst, das ist diese Rolle, dieses ständige Kommen und Gehen von Informationen. Und das heißt schlichtweg und einfach Unsinn reden. Wir schauen uns das einmal genau an. Da gibt es übrigens sogar einen Wikipedia-Eintrag.
Das ist dieses Geschwurbel, ähnlich Geschwafel, ein abwertend gebrauchter Ausdruck der Umgangssprache. Und interessant ist jetzt schon wieder unsere, wenn wir das hebraisieren, GB. Da bin ich tausendmal drauf eingegangen. Das ist nämlich eine Welle, die hier dargestellt wird. Der Geist wird Bola. Der Geist ist verbunden oder er ist außerhalb Bola. Das ist diese Bugel, Schild, Erhöhung, Erwiderung, Felge, Gewölbe. Das ist übrigens Obscura. Dann geht es nach unten in den Graben. Jetzt kommst du in die Ecke. Und HBH in die Höhle, in die Rückseite, der Sockel, den Sumpf und wieder in das Wasser. Das ist der Ablauf einer Gedankenwelt, diese Worte in alphanumerischer Reihenfolge. Man kann das natürlich immer rot und blau reden. Und wenn wir hier in den Geschwurbel, in den Geber reinkommen, das kann man auch rot machen, dann kriegst du den Geburtsgeber. Das ist jetzt nämlich der Kopf, den wir dazu setzen, und dann kriegst du den Mann, Seher, den träumenden Geist, den Denker, der über alles siegen wird. Stark wird und der sich etwas überlegt. Bist du der, der sich etwas überlegt? Das ist dein Fundament, deine Gedankenwelle. Oder bist du was Überlegtes? Ich sage immer Mieter oder Wohnungsinhaber. Dieser Geber ist der Mann, der Begatter. Da bin ich einiges drauf eingegangen. Das ist der Engel Gabriel, da kommt der Geber her, darum heißt es auch der Geburtsgeber, der schwängert die Maria und erzeugt so den Jesus im Auftrag von UB und der schwängert die Elisheba und erzeugt als Halbbruder auch den Johannes der Täufer, der dann sagt, ich muss klein werden, damit er, E-Quadrat R, in mir wachsen kann. Seid ihr zwei noch dran? Ja. Jawohl. Dann ist gut. Das heißt, dieser gebrauchte Ausdruck der Umgangssprache für vermeintlich oder tatsächlich unverständliche, realitätsferne und inhaltslose Aussagen, das ist alles, was du geistlos nachhilfst. Es ist unheimlich wichtig, dass du hier irgendwann einmal dich auseinandersetzt mit dir selbst, was bist du und was sind deine Gedanken. Und egal, was du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, das bist du nicht. Ich sage jetzt, wenn du sagst, ich bin ein Denker, und das ist so eine ganz einfache Erkenntnis, was ich am Anfang behaupte, wenn du das immer wieder vergisst, wirst du leiden. In dem Moment, wo du etwas denkst, entsteht in deinem Kopf eine Information, die aus dir selber kommt. In dem Moment, wo du was anschaust, das ist die andere Seite, schau das kleine Bild um noch, entsteht in dir auch eine Information, aber der Witz ist, die kommt auch aus dir selbst. Es ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Du äffst jetzt schon wieder nach, dass da außen angeblich irgendwelche Lichtstrahlen auf dich zufliegen oder irgendwelche Schallwellen in dein Ohr reingehen. Das sind ja alles Dinge, die nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Es existiert weder ein Auge noch ein Ohr noch ein Gehirn, wenn du nicht dran denkst. Das als hundertprozentig sicher anzusehen und zu behaupten, ich sehe ja nur etwas, weil da meine Augen sind, weil da Lichtstrahlen von außen in mich reinfliegen oder Schallwellen in mich reingehen. Und wenn das dann in mein Gehirn drin ist, als Information, dann sehe ich das. Dieses Erklärungsmodell ist schlichtweg und einfach ein Stumm unerlogen. Das ist das, was ich sage, wenn du das beschwörst, Schwester Meinheit. Fakt ist, du Geist nimmst was wahr. Und zwar das, was jetzt da ist, und du kannst genau unterscheiden, ob das nur ein Gedanke ist oder eine sinnlich wahrgenommene Information. Du kannst dir sogar bewusst machen, wenn du Bewusstsein bist, ob du diesen Gedanken jetzt ganz bewusst selbst denkst, aber du wirst feststellen, oder ob es ein Reizauslöser ist, der einfach in dir auftaucht, wo du keinen Einfluss drauf hast. Da gibt es genügend Beispiele. Ich kann nicht jedes Mal immer wieder dasselbe runterpredigen. Einfach Selbstgespräche bis zum Erbrechen hören. Du hast alle Zeit der Welt und du wirst alle Zeit der Welt wie ein täglich grüßtes Mund mit dir Tag wiederholen und immer wieder wiederholen und immer wieder wiederholen, ohne dass du das mitkriegst. Bis plötzlich was vollkommen anders ist, wenn du wach wirst. Das ist der letzte Tag im Mund mit dir Tag. Und auch diese Filme sind alle von mir erschaffen. Alle. Ich bin wirklich der, der ich bin. Und ich sage, es gibt nichts und niemanden, den du dir ausdenkst, der anders sein könnte, wie du in dir denkst. Diese Figuren erschaffst zuerst einmal du. Ich bin der, der dich das denken lässt. Du stehst hierarchisch vor jedem Gedanken, den du denkst. Das heißt, du stehst auch hierarchisch vor jedem Menschen, den du denkst. Weil diese Menschen, die du dir ausdenkst, können immer nur hier und jetzt in deinem Kopf als Information existieren. Und sie existieren nur dann, wenn sie von dir gedacht werden. Und du wiederum kannst dir nicht raussuchen, was du denkst.
Und in dem Moment, wo du irgendwelche von dir ausgedachten Menschen irgendein Wissen zusprichst, die Fähigkeit zum Beispiel Sinfonien zu komponieren oder physikalische Entdeckungen zu machen, passiert es immer hier und jetzt. Es wird hier und jetzt von dir gedacht. Es wird hier und jetzt in die Existenz gehoben und wird mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt also, dieses Schwurbel, und jetzt wird es natürlich, da steckt der Schwur schon mit drin. Du beschwörst etwas in Gott. Und das ist in der Regel immer ein Meineid. Wir können dieses BL natürlich auch mit der 70 schreiben und dann wird es zu einem Augenblick. Das heißt auch Schwurbeln. Das heißt jetzt wir, der Logos, wir sind der Logos in Gott. Es gibt viele Möglichkeiten mit dem Holofeeling-System, das ist wie die Perspektiven. Jetzt sind wir wieder bei dem großen Thema. Ist jetzt eigentlich eine Küche, ein Herd, ein Kühlschrank, ein Topf, ein Fenster, ein Wasserhahn? Das ist das große Prinzip der Kollektion. Diese Creatio ex nihilo, diese Schöpfung aus dem Nichts, einem Nichts, das alles ist. Das heißt übrigens im Mittelhochdeutschen dann? Erwin. Raumzeitlich doppelt, dieses Waff steht immer für das hier. Ein raumzeitlich doppelt aufgespannte, erweckte polare Existenz. Und dann wirst du plötzlich in einen logischen Wind, Ruach, das Licht des göttlichen Geistes, das ist der Geist. Ruch, Ruch. Es setzt sich voraus, dass man Vordersprache beherrscht. Sonst sind nur Fragezeichen da. Das ist, du wirst irgendwann einmal merken, dass wenn du geistlos irgendwas nachäffst, wenn du mir Formeln anschaust, egal ob das arithmetische Formeln sind, ob das physikalische Formeln sind oder chemische Darstellungsarten, H2O zum Beispiel, dass das alles aus derselben Quelle in den arithmetischen System einer holophilischen Programmstruktur entspringt, die Erklärungsmodelle deiner Wissenschaftler, die geistlos was nachäffen, hat damit nichts zu tun. Das Daumen sich im Kreise drehen, da sind wir jetzt bei Agol. Dieses DR, die geöffnete Berechnung, ist immer eine E-Existenz zwischen Plus und Minus. Wirbeln sich bewegen, wirbeln sein, in eine verwirrte Menge sich bewegen. Das ist jetzt das ganze Geschwirbel und Geschwirbel, das du dir ausdenkst. Wenn ich jetzt das schon offen habe, können wir gleich sagen, wenn ich immer sage, das sind Honk. Umgangssprachlich abwertend für dumme Menschen. Dumm heißt übrigens das hebräische Wort, du bist MM. Können wir uns ganz kurz einmal anschauen. Dieses Du alleine, habe ich schon oft erklärt, ist erst einmal zwei. Auch jetzt erwähne ich nochmal, in der hebräischen Sprache, in deiner Vatersprache, Deus Ivri, gibt es zuerst einmal männliche und weibliche Zahlbegriffe. Das hast du im reinen Deutsch, hast du das nicht. Das wird unterschieden, ob du ein männliches oder eine weibliche Eins nimmst. Und diese zwei ist eine Ausnahmeerscheinung, die gilt nur in Zusammensetzung. Was natürlich sehr, sehr wichtig ist, das hast du jetzt nämlich zuerst einmal geöffnet, aufgespannt oder geschlossen verbunden. Ich mag es jetzt einfach, schau bitte das Bild an. Das ist jetzt geschlossen verbunden und das ist geöffnet, aufgespannt. Das ist du. Dieses erzeugt zwei Gestaltwertungen, nämlich ein Wellenplus, ein Wellenberg und ein Wellenminus, ein Wellendal. Das sind diese zwei MMs. Das haben wir dann auch im Lamm. Und jetzt wirst du feststellen, dass das Schwa, dieses logisch doppelt aufgespannt ist, dein eigenes. Das Ei kannst du als Schöpfergott lesen oder als Trümmerhaufen. Je nachdem, ob du eine 70, du merkst jetzt, ich erzähle dir was, ob du bei dem E eine 70 oder eine 1 setzt. Beide Zahlen können nämlich sämtliche Vokale annehmen. Die Öffnung des Mundes oder die 70. Die Öffnung der Gurgel. Das ist alle Vokale. Und die Stille im Hintergrund, der stillschweigende Beobachter, der sich nirgends einmischt. Und das Ganze sind jetzt, wenn ich von den Medim rede, MT heißt Tod. Das lateinische Wort dort hast so viele. Das hast du auch von der Zeit. Das sind mal zeitliche Punkte. Von aus, Zeit, Epoche, Endzeit, Gelegenheit, der Zeitpunkt. Bild, 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 Gedanke, Gedanke, Gedanke. Das ist die Digitalisierung der Welt. Wenn wir diesen Vokal rauslassen, dann hast du gestaltgewordene Erscheinungen. Ganz simpel und einfach, gestaltgewordenes Wasser, Gedankenwellen. Kann man hier alles reinschauen und dann kriegst du die Medim, Toten, die Kriegsleute und die Medim, das ist das Meer, die Medim sind die Toten, lass die Toten ihre Toten begraben. Das sind die Menschen,
die irgendwelche Politiker vorgeben, mit Corona-Impfungen retten zu wollen. Das heißt eigentlich, die behaupten, die wollen Gedanken retten. Und ich sage immer wieder, die Menschen von Charakter, die du dir ausdenkst, denen gehen die Menschheit am Arsch vorbei. Es geht nur um Ego und Machterhalt. Und das sind alles Honk. Aber halt, ich will das dumm noch ganz kurz zeigen, wenn wir schon dabei sind, du MM. Dass man hier jetzt erst einmal dumm bedeutet geistlos, leblose Materie. In dem Moment, wo du an einen Körper denkst, dieser Körper ist einfach nur existierende Materie. Dumme Gehirnmasse ist nichts anderes, ob du an Gehirnmasse denkst oder an einen Computerchip denkst. Versuch bitte einen Computer nicht zu erklären, dass er Computer ist, und versuch einen Affen nicht zu erklären, dass er Affe ist. Ich rede jetzt mit Geist. Du musst mehr oder weniger komplett dieses Denken den Bach runtergehen lassen, und dann fließt er wieder ins Meer. Irgendwann auf irgendeine Art und Weise. Es gibt keinen anderen Weg in die Freiheit. Ein komplettes Plattmachen des Betriebssystems, ich nenne das immer das Haus, und ein höheres Betriebssystem einspielen, das ist Holofeeling. Um dann festzustellen, dass alles, was du bisher geglaubt hast, auch wichtig ist und richtig ist, aber nur ein bisschen. So wie wenn einer behauptet, der Stadt ist ein Kochtopf oder Kühlschrank. Er weiß noch nicht, was das heilige Ganze ist. Und du Geist, du weißt noch nicht, was du selbst bist. Du bist tausende Male mächtiger wie irgendein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, weil dieser Mensch, den du dir jetzt denkst, selbst der Gott, den du dir jetzt ausdenkst. Darum heißt es, mach dir kein Bild von Gott. Ist nur ein Gedanke von dir, der schon wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Und ob der mächtig ist oder nicht mächtig ist, ob der existiert oder nicht existiert, es wird für dich so sein, wie du das glaubst. Jetzt ist die Frage mit dem Glauben, da liegt noch sehr, sehr viel im Argen, weil ich behaupte nochmal 99,999 Prozent all der Sachen, die du bisher als hundertprozentig sicher angesehen hast, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Und wenn du das beschwörst, Schwester, mein Eide. Das gilt für jegliche Form von Glauben, was du jetzt glaubst, was in dem Mikrokosmos, in dem Makrokosmos oder in der Vergangenheit war, ist oder sein wird. Wenn was für dich existiert, existiert es hier und jetzt, weil du das denkst oder weil du das anschaust. Aber diese sinnlich wahrgenommene Information in Bezug auf die Optik kommt nichts von außen. Auch das kommt von innen. Das passiert, wenn ein Geist träumt und vergessen hat, dass er träumt. Dann wird es zu einem sinnlich wahrgenommenen, realen, hyperrealistischen Traum. So, und jetzt springen wir ganz kurz in den Honk rein. Das sind diese Dummen, wir waren nur hier. Wobei natürlich dieses MM dann bei den Worten, das macht eben Holofeeling aus in einer Programmstruktur. Dieses MM alleine führt dich dann zwangsläufig in die 13. Da habe ich auch schon drauf hingeführt. Das ist das Hebräische, dieser Gesamtwert für die Liebe, für die Einheit. Da können wir dann nochmal reinspringen in den letzten Updates. Dieses ist ein Schimpfwort. Impf. Interessant, ne? Meint ihr, dass ich zufällig zulasse? Du bist so weit weg, komplex denken. Das ist im Sinne von Dummkopf oder Idiot. Idioter wiederum, griechisch heißt nur ein einfacher Mensch, sprich ein einfacher Affe, der alles nachäfft, was man ihn hört, aber nicht alles nachäfft, sondern bloß Einseitigkeiten nachäfft. Seine Herkunft ist laut Duden, DUD ist der David. Den können wir uns dann hier mal nochmal anschauen. Da haben wir auch die UD. Das hast du dann hier letzten Endes, erkläre ich das sehr schön. So, wo war man beim Honk? Interessant, die Ableitung kommt aus dem englischen Slangwort Honky für ein Weiser. Jetzt muss ich natürlich wissen, dieses Wort Weiß, ich sage immer, das scharfe S musst du als B lesen, ist es Weib. Die Nekawa, Nekeb. Es ist die Frau, es ist deine Logik. Es ist, wenn ich das jetzt so sehe, heißt Honk Hongi eigentlich für ein logisch erwecktes Wissen. Er steht immer für erweckt oder erwacht. Und gerade jetzt diese Kleinigkeit mit dem R mit 70 gelesen. Das ist das erste Mal, das erweckte, erwachte. Könnte ich jetzt erst einmal ein Feind, ein Gegner, geheißt ausgedacht? Wichtig, dass dieses Act
und erwacht, dass du in den, wenn ich sage erweckt, haben wir die Ecke mit drin, ich stehe auf die Ecken, das solltest du mitbekommen haben, da gibt es einmal eine Urecke und dann das aufgedeckte, das sind geöffnete Ecken und das ist immer das, was in dir erwacht und das führt dich zwangsläufig zur Acht und dieses A, Chat, TAF, das ist die weibliche Eins. Das ist jetzt hier ganz normal das Eins, das eine, und zwar Feminin. Und dieses Feminin kannst du, wenn du das blau lesen, das steht auch für Facette, für eine Facette. Jetzt muss ich aber wissen, und das wird hier schön erklärt, dass im Hebräischen der erste Buchstabe auch ein Imperfekt ist. Das heißt, ich werde, ich kann, ich soll und Chetti allein diese kollektive Erscheinung in Schrecken versetzt werden. Jetzt hast du deine Shin-Art, deine logisch berechnete Ecken. Und darum macht es das Erwecken. Das sind immer logische Berechnungen, Shin-R, in Ecken. Das ist, führt dich dann zu unserer Spiegeltetraederstruktur. Das habe ich tausendmal erklärt. Und dann weißt du, dieses Shin-R-Eck erfüllt sich, es füllt sich jede Ecke wieder in Unterecken und in Unterecken und in Unterecken. Und das Ganze ist hier nur in diesen Weißer, in diesen Honki mit drin. Interessant ist, dass das Weiß, das Weib, das Weiße selber, das hebräische Wort, schreibt sich in Buchstaben Konsonant ABN, das ist das Leben. Das, was du in dir erwächst. Mhm. Da haben wir das Weib. Mhm. Das führt dich dann aber zur sauren Milch, zu etwas klären, weiß färben. Jedes dieser Worte tue ich wieder rückübersetzen und du landest hier von einem Schritt zum anderen, kommst du aus diesen, das kann man natürlich auch wieder rot lesen, zum Sohn hin, zum Gottessohn. Die saure Milch, diese Worte, wenn wir jetzt reinspringen, wirst du feststellen, das bringt dich in die Welt, in deine Traumwelt. Melken, Milch, Talg, das ist Choleb und so weiter und so weiter. So, den Honk machen wir auch weg. Die schwirbelnden Intellektuellen, die Unsinn reden. Wir schauen doch mal ein bisschen noch mit rein. Bemerkenswert ist sie vor allem, weil sich eine Diskursstrategie durchsetzt, mittels der nicht gesagt wird, was du behauptest, ist falsch, wie es etwa das Wort Fake News tut. Auch nicht, was du sagst, verstehe ich leider nicht. Vielmehr ist gemeint, was du sagst, ist eigentlich sinnlos. Du verschleierst das bloß durch intellektuelle und rhetorische Tricks. Das ist dieses ganze Geschwafel von Politikern. Und jeder gibt immer einen anderen an Schuld. Jeder äfft was nach. Unsere Experten. Während die ersten beiden Formen der Kritik einen Austausch von Argumenten zur Folge haben können, du liegst falsch, weil... Ich meine mit dem Gesagten, das ist mit Schwurbelvorwurf jede Diskussion abgebrochen. Jetzt geht schon los, wenn man diskutiert um einen Standpunkt. Ich sage immer wieder, Diskussion ist ein ständiger Standpunkt. Man will eine Seite von vielen Möglichkeiten intronisieren und wird nie begreifen, was das heilige Ganze ist. Es ist nichts, es ist sinnloser wie Diskussionen. Zum Beispiel zu streiten, ob an einer Tasse der Henkel rechts oder links oder in der Mitte oder sonst wo ist. Drum zu streiten, ob jetzt die wahren Christen, die Katholiken, die Protestanten, die Zeuge Jehovas und jetzt können wir loslegen. Ob die wahre Partei, die Rechten, die Linken, die SPD, die CDU, die FDP, das ist immer ein Zerbrechen einer heiligen Einheit in einseitige Perspektiven, die sich widersprechen. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer? Das ist genau dieses Problem deiner Welt. Ein ganz simples Erkenntnis. Ist jetzt Impfen richtig oder nicht Impfen richtig? Du musst in einen Zustand dich versetzen, wo du erkennst, es sind einfach nur Gedanken, die du denkst, die alle aus dir selbst entspringen. Das ist es Dual. All ist nichts und ist Gott. Und Dual hast zwei Möglichkeiten. Geschlossen, verbunden, ich habe es dir gerade gezeigt, DU rot gelosen. Oder DU geöffnet, aufgespannt, wo interessanterweise hier das D ja die 4 ist. Das heißt, es war nicht 2 aufgespannt. Wir lassen diese Horizontale jetzt nämlich weg. Das sind die 4 Phasen des Einheitskreises. In dem Wort Dual, dieses Schöpferlicht in der Mitte, ist nichts. Und sobald wir das aufspannen, spannen wir das ja in verschiedenen Richtungen auf. Das ist unsere XYZ-Achsen. Du schaust aber bloß immer in eine Richtung.
Da kommt eine, hängt eine extrem komplexe Physik im Hintergrund, die findest du übrigens in deinen Physikbüchern. Da wissen bloß deine Physiker nichts und ich werde dir auch sagen, wieso, weil diese Physiker nur in dem Moment existieren, wo du sie dir ausdenkst und dann existieren sie hier und jetzt in deinem Kopf und dann können die nur das wissen, was du dir denkst, dass sie wissen. Das sind diese berühmten Kisten, auf die ich immer wieder eingehe. Und da muss man natürlich wissen, dass es hier im Hebräischen verschiedene Worte gibt für Kiste. Da gibt es einmal die Deba, das ist das Wort. Wir schauen uns das einmal ganz kurz an. Wir schauen mal, was da noch mehr da ist. Springen wir da mal ganz einfach rein. Das beginnt schon mal mit einer KI. Und SDE. Damals erst einmal als Unterbegriff Kiste ist es dieses TA. Eine erscheinende Schöpfung. Oder das immer, der immer seiende Schöpfer. Ich mache jetzt das Rot-Blau, ich will das da bloß nicht einzeln reinmachen. Dann kriegst du zuerst einmal deinen Wachraum, dein Wachzimmer, das ist ja auch eine Kiste. Deine Traumwelt ist eine Kiste, in der du dich zurzeit befindest. Dann haben wir hier als Unterbegriff, wohlgemerkt, das sind Rückübersetzungen, ohne das genauer zu erklären, da steckt auch die Kiste mit drin, das ist dein Brust, der Thorax. Thorax, der Brustkorb, Chasa. Der männliche Brustkorb heißt auch im Geiste sehen. Du siehst bloß das, was in deiner Kiste ist. Darum nennt man zum Beispiel auch einen Fernseher. Du glotzt in eine Kiste. Mittlerweile ist es ja relativ flach. Aber früher war es eine Kiste. Jetzt haben wir ein Flachbild. Denk an die VR-Brille. Zwei Stück Flachbild, Fernseher. Das war früher der Blick in die Kiste. Ich kann immer wieder nur sagen, glaube ich auch nicht, dass ich da irgendeinen Zufall zugelassen habe. Jetzt wird es interessant, es ist das LOL. So berühmt in der Jugendsprache. Auch das hat seinen Sinn. Das ist ein Hühnerstall, HBH. Ein Laufgitter. Licht auf, der Geist Gottes wird zu TT, das erweckt wird. Das sind entweder zweimal die 9 oder zweimal die 400. Die zweimal 400 ist die Pi. Das Laufstellchen wird immer schön hier, immer unter Sachen. Dann haben wir die Deba, das ist jetzt die Arche. Wohlgemerkt, du lebst zurzeit in Sodom und Gomorra und ich lasse Sodom und Gomorra untergehen. Ich öffne dir jetzt die Arche. Ich lade dich ein, dass du mit Hodophilin in die Arche gehst und ich bringe dich in eine vollkommen neue Traumwelt. In eine wesentlich gigantischere Traumwelt und du musst als Brösel jetzt, als die Figur, die vom Computer sieht, nichts tun. Da kriegst du keine Regeln. Es wird passieren, wenn du mir vertraust. Das ist die einzige Bedingung. Du tust eh das, was ich dir träumen lasse. Aber du hast den Joystick in der Hand und zurzeit agierst du nur logisch. Und jede Art, zum Beispiel zu versuchen, deinen jetzigen Körper am Leben zu halten, den kriegst du von mir bis in alle Ewigkeit. Du wirst immer wieder als Trockenaffe aufwachen. Immer wieder aufwachen, bis du ein bewusst träumender Geist bist, dann wirst du auch als ein Trockennasenaffe aufwachen, aber wie Saint-Germain, wie ich oder wie Jesus, nenn mich wie du willst, mit der vollen Bewusstsein, dass du dieser Gedanke nicht bist, das ist nur einer von unendlich vielen Gedanken. Das bedeutet Holo-Feeling. Der, der immer ist, ist all seine Gedanken, all seine Gedankenwellen und nicht irgendeine bestimmte davor. Das sind so ganz einfache Sätze. Dann haben wir hier ein ganz interessantes Wort, das ist nochmal eine Kiste. Und da steht jetzt hier ARGS. Diese Unterform, das müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Jetzt kriegst du deinen Stoff, dein Gewebe. Da sage ich immer wieder, weiß darauf hin, dieses OFF. Das offizielle Wissen, das hast du auch in dem Affen, im Erschaffen, dieses OEF und in den Effekten. Immer diese Doppelradik, sehr, sehr wichtig. Mir geht es momentan nur darum, dass du erkennst, dass alles absolut komplett anders sich aufbaut, wie du bisher geglaubt hast, in dem geistlos nachgeäfften Wissen der Wissenschaft des letzten Jahrtausends. Ich weise dich nochmal darauf hin, die komplette Naturwissenschaft des letzten, reduziere dich auf das letzte Jahrhundert, hat dich selbst und die von dir ausgedachte Menschheit komplett entgeistigt. Es war der Weg in die komplette Geistlosigkeit. Auch die Religion ist mitgezogen, alle Religionen.
ohne Wenn und Aber. Und darum ist es hier auch ein Weber, und da hängt hier jetzt der Eber, der Ivri schon mit drin. Das ist das große Geheimnis hier, dieses, ich nenne das immer, das spricht man Ivri aus. Du bist in der Matrix, das ist erst einmal der Eber, ein Embryo, ein Fötus. Das ist nur eine Seite, und diese Seite aufbauend auf einer angeblichen Vergangenheit, die nie in der Vergangenheit war, sondern die jetzt geistlos nachgeäfft in die Vergangenheit gedacht wird. Nochmal, jegliche Form von Vorstellung über Mikrokosmos, Makrokosmos und Vergangenheit ist geistlos nachgeäfft von dir. Und wenn du es beschwörst, schwörst du an Meinheit. Ich habe niemals in der Vergangenheit gelebt. Es hat niemals in der Vergangenheit einen Jesus gegeben, der entweder gekreuzigt oder nicht gekreuzigt wurde. Das ist alles nachgeäfft. Ich betone das immer wieder. Diese Sache mit dem Schwamminhalt ist doch nichts anderes. Wenn du Geist in die Welt geschmissen wirst und du saugst dich jetzt wie ein Schwämmchen voll, was sind das für Tatsachen, wenn du plötzlich felsenfest, zum Beispiel als Moslem, davon überzeugt bist, dass Schweinefleisch essen eine Sünde ist, aber Rindfleisch ist in Ordnung. Wenn du als Hindu überzeugt bist, dass ein Schweinecurry was Köstliches ist, aber das Rindfleisch darf man nicht essen, das ist eine Todsünde. Du äffst es doch bloß nach, so wie du alles nachäffst. Was ist eigentlich von dir selbst? Meinst du, dass wenn du dich hinsetzt und dass wenn du jetzt zum Beispiel, dir fällt eine Melodie ein, du bist ein Komponist oder dir fällt ein Gedicht ein, dir fällt eine Geschichte ein, wenn du ein Autor bist, dass du einen Einfluss drauf hast, was ich dir einfallen lasse? Dass jetzt, was dieser Lautsprecher dir erzählt in deinem Traum, dass irgendein ausgedachter Mensch anders sein könnte, wie du ihn dir ausdenkst? Begreife doch, erkenne, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, bleiben wir mal bei den Menschen, was du vernunftbegabte Menschen nennst, bring mir einen Allereinzigen, der weiß, was 100% sicher bedeutet. Das setzt man normalerweise so als Stillschweigen voraus, das weiß doch jedes Kind. Was Kinder wissen, ist das, was man ihnen in den Elternhaus und Schule erzählt. Und das wiederum bestimmst du, weil du dir das ja ausdenkst. Du bist der Richter über alles und jeden. Ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Embryo, das ist ja nur eine Seite. Du baust auf einer Vergangenheit was auf. Das ist dieses Umdrehen der Kausalität, wo ich immer wieder darauf hinweise. Ein riesengroßer Trugschluss. Dieses logische Denken, du hörst ein Geräusch, irgendein Geräusch. Und du denkst an etwas. Haben wir gerade nicht festgestellt, dass Worte erst einmal optisch dastehen können. Das können auch Geräusche sein. Und es bezieht sich jetzt nicht nur auf Geräusche, die du ganz klar als Wort definierst, sondern zum Beispiel, wenn du Zwitschern hörst, denkst du an Vögel. Du hörst ein Brummen, dann denkst du, je nachdem, wie dieses Brummen ist, an ein Rasenmäher, an einen Hubschrauber oder einen Gong, dann denkst du an eine Kirchenglocke oder an eine Haustürglocke. Genauso ist es, wenn ich jetzt Krebs sage, denkst du an etwas. Wenn du einen Namen hörst, denkst du an etwas. Das heißt, das Wort ist ein Reizauslöser und als Geräusch ist es genauso. Aber der Witz ist, dass du glaubst, dieses Geräusch ist deshalb, weil das, was du denkst aufgrund des Geräusches, das ist dieser ständige Wechsel, ich habe das so oft erklärt, dass da außen eine Glocke ist und darum hörst du die Kirchenglocke läuten. Ich sage, nein, du hörst zuerst das Geräusch und nicht chronologisch denken, sondern hierarchisch denken. Du hörst zuerst das Geräusch. Und dann denkst du an die Glocke, du hörst das Geräusch und dann denkst du an dein Handy. Und dann sagst du, denkst du dir, wer ruft mich jetzt an? Materialismus hat die Kausalität auf den Kopf gestellt. Du denkst dir einen Gott aus und du meinst, der ist vor dir schon da gewesen und hat dich erschaffen. Ist unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Du musst es bloß auf dich wirken lassen. Holofeeling stellt alles auf den Kopf und macht es dann heil. Und wenn ich jetzt da ein I dran hänge, das ist der Ivri, jetzt landest du beim Hebräer. Das ist auch mein Hinübergehen, aber wo gehst du hin, über dir drüber, geistige Existenzen? Da wirst du dann irgendwann mal feststellen, wie wichtig ist, dass man aus 2 Seiten, das heißt 4 Seiten macht, dann 8 Seiten, 16 Seiten und so weiter und so weiter. Da bin ich oft drauf eingegangen. Und die Ivrin, das sind die hebräischen Existenzen, das sind jetzt die Gesetzesverletzer. Das ist dieses Israel, das du dir aufgrund der Worte jetzt, dieser Worte jetzt ausdenkst, die 100% durchgeimpft sind. Die schimpfen ihren Glauben, lügen.
Ich glaube an Gott, ich vertraue auf Gott. Alles Lüge. Eine Welt, eine Traumwelt voller Lügen und voller Verbrecher. Und jetzt kannst du dir hier dieses Haus Gottes, habe ich das nur ab, wo war das gerade, das Geschwurbel? Kleinen Moment. Na, ich kann es eh nicht laufen lassen. Das Video, wo du reingestellt hast, glaube ich, war von dir, Irene, ne? Ja, glaub. Kannst du die Helene durch mit dazu machen? Ich hoffe, die schmeißt nicht raus. Einfach mitlaufen lassen. Sehen wir dann schon. Das ist jetzt hier. Hallo, Helene. Das ist das Gesetzesverletzer Verbrecher. Das wird einen Juden, wird es einen Hebräer, wird es nicht passen. Nach der von Gott angeordneten Vernichtung des eigenen materialistischen Fehlglaubens ist man kein unbewusster Ivring mehr, sondern ein erwachter Ivri, sondern ein bewusster Geist, der seine Matrix überwunden hat. Das ist der Wachwerdeprozess, den ich dir jetzt anbiete. Ivrin bedeutet Gesetzesverletzer, Verbrecher, genauer Gottesgesetzeverletzer. Du bist ein Gottesgesetzeverletzer. Du machst dir ein Bild von dir selbst, du machst dir ein Bild von was da drüben am Himmel und du machst dir ein Bild von etwas da drunten auf der Erde, die du dir ausdenkst. Aber das sind alles deine Informationen, darüber diskutiere ich nicht und das ist nicht verhandelbar. Und ich sage, ich begnadige dich in dem Moment, wo du deine Fehler einsiehst. Und es ist jetzt gleichgültig, welche Rolle du spielst. Darum sage ich, solange du jetzt ein unscheinbarer Brösel bist, der meint, ihr habt mit der Welt nichts zu tun, ist es relativ einfach. Sobald du dich jetzt aber in einer Rolle befindest, als Politiker, als Chefarzt, als Philosoph, als irgendeine Vorstellung von mächtig, als irgendein Professor, eine Autoritätsperson, da sieht es dann etwas anders ein. Dann habe ich im letzten Selbstgespräch schon gesagt, musst du wirklich als Paulus, als Saulus, zu einem Paulus werden. Diese Verwandlung ist ganz, ganz wichtig. Da müssen wir jetzt wissen, was der Saul ist, was der Paulus ist, aber das wird jetzt viel zu weit führen. Das ist diese Verwandlung und dann werde ich dich von einer Sekunde auf die andere begnadigen. Das heißt, du hast es in der Hand. In dem Moment, wo du meinst, es ist dir wichtiger, dass die anderen nicht schlecht von dir denken, weil du ja so bewundert wirst. Von wem eigentlich? Von wem wird der Lauterbach bewundert? Von den Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die ich dir gerade gezeigt habe, diese fast 70% bis Januar? Denen fällt diese Menschen, die du dir denkst, fällt jegliche Form von Menschenkenntnis. Wie sollten sie auch das wissen, wenn du sie nicht hast? Wenn du dich anlügen lässt von den Figuren in deinem Traum und du nickst einfach bloß, wie ein Hedendür, dieses Riesen auf den Kopf gestellte Nazitum deiner sogenannten Demokraten, die wirklich nur noch verbieten und nochmal verbieten, ob das passt oder nicht, die Nazis sind die Impfbefürworter. Die Menschen ausschließen, die nichts, gesunde Menschen. Das ist der pure Wahnsinn, den man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wenn man einseitig ist. Das heißt, wenn du jetzt ein Impfgegner bist mit einer normalen Impfgeberprogrammierung, die genauso einseitig ist, ich kann immer wieder nur betonen, für mich sind die Impfgegner, es sind ja keine Impfgegner. Schon diese Äußerung ist falsch. Sie sind nur dagegen, sich selbst impfen zu lassen. Sie sind absolut tolerant, das kann sich jeder impfen lassen, das kann jeder machen, was er will, bloß ich lasse mich nicht impfen. Das ist das, was die sagen. Die sind auch keine Corona-Leugner. Du kannst doch an Corona glauben. Du kannst an grüne Mastmännchen, an einen gekreuzigten Jesus glauben oder an einen Buddha glauben. Aber ich mache es nicht. Weil ich höre auf, an irgendeinen Gedanken, den ich mir jetzt denke, zu glauben und mir einzureden, dass dieser Gedanke mächtiger ist als ich. Mächtigkeit äußert sich auch übrigens, wenn du dir was ausdenkst, wo du Angst hast, dass du sterben könntest. Zum Beispiel irgendein Virus. Eine Atombombe. Als wenn dich, Geist, irgendein Gedanke, den du denkst, zerstören könnte. Ein absolutes Nichts kann nicht zerstört werden. Du bist immer. Das ist meine Botschaft. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, du bist hundertprozentig ein immerseiender Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und solange du noch dich zwanghaft mit einem Gedanken von dir verwechselst, den du versuchst, möglichst lange am Leben zu halten, wirst du auf Ewigkeit in dieser Ebene stecken bleiben. 1000 Jahre sind wie ein Dach und ein Dach sind wie 1000 Jahre. So, das lassen wir jetzt auch gut sein. Da ist jedes Wort, wenn ich immer sage, mindestens ein 400-Seiten-Buch.
Das heißt, die Schwurbler, die lassen wir jetzt auch weg und jetzt schauen wir mal in die Philosophie, dass du das merkst, das Spektrum der Wissenschaft. Ich habe lang und breit in einem der vorhergehenden Selbstgespräche, ich glaube im vorletzten oder vorvorletzten, bin ich auf dieses SBE-Quadrat oder Speculum, sind wir ziemlich etwas genauer darauf eingegangen. Verschwörungstheorien widerlegen aber richtig. Das sind keine Verschwörungstheorien. Es ist das, was ist. Impfen macht unfruchtbar, die Mondlandung gab es nie. Ich sage, in der Vergangenheit war nie irgendetwas. Die Mondlandung ist ein so leicht wissenschaftlich widerlegbarer Betrug. Es ist bloß, wem vertraust du mehr? Dem wirklich gesunden Menschenverstand, der mit Fakten und wissenschaftlichen Argumenten arbeitet oder irgendwelchen geistlos nachgeäfften wissenschaftlichen Erkenntnissen, die hingebogen werden, die du einfach nur nachäffst. Die Echsenmenschen kontrollieren die Welt. Was soll man da noch sagen? Eine Gesprächsanleitung für all die, die nichts sagen wollen. Sehr, sehr interessant. Verschwörungstheorien, das erste Mal, Theorien sind Sichtweisen, waren lange nur ein Thema unter Filmen, aber in Zeiten der Pandemie rücken sie mehr in den Vordergrund. Man unterhält sich über die Arbeit, das Wetter, Sportereignisse, zack, zwei Sätze später, wirre, krude Thesen zur Covid-19-Impfung. Jetzt ist die große Frage, von welcher Quelle nährst du dein Wissen, das du dann in deinem Kopf verwirklichst? Von sogenannten Querdenker-Seiten oder von offiziellen Seiten? Und ich sage dir, egal welche Seite du nachäffst, du äffst eine Unvollkommenheit nach. Das ist der feine Unterschied zu Holofeeling. Holofeeling interessiert sich, was ist die Verbindung dieser zwei widersprüchlichen Meinungen? Was ist der Unterschied zwischen innen und außen? Die Mitte. Das Zentrum. Ich nenne das ganz einfach immer die Küche. Steckt auch das Wort Kuchen mit drin. So wie ein Kegel, die Kugel drin steckt, wenn ich das konsonant lese. Das ist die Gnade. Oh, Kleines, ich muss dich wegmachen. Auf keinen Fall werde er oder sie sich impfen lassen, erklärt das Gegenüber. Und die anderen sagen, unbedingt impfen lassen. Wenn ich nicht geimpft wäre, hätte ich das nicht überlebt. Das ist ja so ein dünnsches ohne Ende im Nachhinein immer wieder die Kausalität umdrehen. Gott sei Dank, ich habe einen Schnupfen gehabt. Wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, wäre ich dran gestorben. Das sind Argumentationen. Das ist, was die Politik macht. Ja, das ist ja nur nicht ausgebrochen, weil mir die Maßnahmen getätigt haben. Und die Ungeimpften, und ich betone ihn nochmal, ein ungeimpfter Mensch, der, ich sage, einfach nur Gesundes zu einer Gefahrenquelle für alle zu postulieren. Leute, die dreimal geimpft sind und panische Angst haben vor Gesunden. Das muss man immer wieder wiederholen, weil man das, wenn man die eine Seite vertritt, gar nicht nachvollziehen kann. Aber jetzt kommt eben einfach die Sache mit dem Henkel. Hättest du die andere Logik, könntest du die Impfgegner nicht nachvollziehen. Dann das sind diese Äußerungen, die dann kommen. Auf keinen Fall werde er oder sie sich impfen lassen. Du bist auch geimpft, wenn du ein Ungeimpfter bist, wenn du ein sogenannter Verschwörungstheoretiker bist, dann bist du mit Querdenker-Thesen, Sichtweisen geimpft. Ob du dich impfen lässt von der offiziellen Presse oder von der nicht offiziellen Presse, du bist geimpft mit einer einseitigen Meinung. Das wurde dir aufgepfropft. Der eigentliche Virus, der dir krank macht, ist einseitiges Wissen. Das ist das, was dich krank macht. Krank. Weltliches Wissen macht dich krank. Das hebräische Wort für Krankheit. Ich sage immer wieder, ganz einfach das große Kol, ganz einfach schauen. Kol ist das Weltliche. Profanes Wissen. Dann wirst du vor Angst zittern. Das sind die hebräischen Worte. Ungeweiht. Profan, nicht heilig. Das ist weltliches Wissen. Du lügst dir das Blaue vom Himmel herunter. Da machen wir immer wieder wie Weltliches. Das ist Kaf Kol. Das Kaf als Vorsilbe heißt wie. Das ist die Bläue. Jetzt kommst du aber auch hier, das Schminken der Augen, der Becken. Das ist hier das Rote, der rote Geist ist was ganz was anderes. Wir können natürlich auch dieses Koll, diese weltliche Wahrnehmung mit einem Haar hinten dran und dann kriegst du hier schlichtweg und einfach das Erkranken und das Kranksein. Das heißt,
eine weltliche Wahrnehmung, das hier ist die Wahrnehmung. Kollektion von Lichtschatten, das steht für alles, was du jetzt projizierst, das ist die weltliche Wahrnehmung. Interessant ist hier unsere 43, weil man das natürlich auch rot lesen kann. Ich kann dieses extrem negative, nur blau gelesene, kranke Rot machen, dann heißt es, das kollektive Licht ist die Quintessenz, das ist die zentrale Lampe, das Licht im Projektor. Das ist hier immer wieder in unseren Spiegelungen, am heute Morgen, um das letzte Selbstgespräch dann nochmal darzustellen. In Bezug unserer Folge hier neue Bilder gemacht, wo ich sage, wenn man jetzt hier den Spiegeltunnel laufen lässt, das ist jetzt hier praktisch ein Spiegel mit einem Loch, wo das durch das Loch gefilmt wird. Und das ist die Magnetfeldlinie. Ich will ein bisschen in der Physik mit reinbringen. Wenn du jetzt den Grundwinkel, das wird in dem Buch die Mutation, Selbstgespräch, die Mutation schon erklärt, siehst du das? Ja. Wie sich das verschiebt, das sind dann letztendlich, das sind diese Magnetfeldlinien, wenn du in der Mitte schaust. Das sind die Spiegeltunnel. Das ist jetzt in der Tetraederkristall. Du musst hier auf das Zentrum schauen. Das ist genau in einer Ecke. Genau. Man kann das ja fast nicht darstellen. Das ist das, was ich Geistesfunk nenne, an mein Sternwerferbeispiel denken. Das sind jetzt die neuesten Aufnahmen. Hier sieht man die Grundstruktur. Das ist dann genau genommen Zurückspringer. Und jetzt, wenn er das biegt, wenn du jetzt genau schaust, da muss man sich zuerst eineignen ein bisschen. Schau, jetzt pass auf. Jetzt siehst du den Tunnel. Ja. Ja. Hier, das sind jetzt diese, das ist jetzt nur in einer komplexeren Form. Das ist die erste Reihe. Das wäre jetzt eine Spiegelreihe und rein drumherum. Wenn er hier den Winkel verändert, dann diese Röhre, das sieht man natürlich jetzt nicht, geht, würde das am Bogen machen. Ja. Da wirst du merken, da hängen dann auch die Flächenräume und das Wurmloch mit drin. Das ist der mittlerste Punkt, ist eigentlich, wo du dich jetzt befindest, ist das Wurmloch. Mhm. Aber das sind jetzt alles Sachen, wo du neugierig wirst, irgendwann einmal, wenn du dich in den Frieden gebracht hast. Und das sind jetzt diese Magnetfeldlinien, das ist diese Krümmung aus dem Zentrum heraus. Geht immer wieder zurück in das Wurmloch, egal in welche Richtung du schaust. Mhm. Und das ist das Ringbrot, das Krank, das Blaue vom Himmel herunterliegen. Es steckt in diesen Konsonanten Radix, in diesem kollektive Licht, ist die Quintessenz. Das ist in dem Tetraederspiegel das innerste Lichtchen. Und das führt uns dann zu dieser 181, wo ich so oft gezeigt habe. Dass das ja genau erklärt wird in den Büchern, aber wenn ich jetzt aushole, halt, das wird so, wenn dort so wird. Ich spring da nochmal mit rein. Da kommt dieser Satz, ich bin, der ich bin. Das letzte Selbstgespräch, ich bin wirklich der, der ich bin. Da haben wir diese 43 wieder, das ist das Licht im Zentrum. Das ist übrigens rein diese 543 alleine gelesen, wenn wir den Totalwert nehmen. Ich muss jetzt, da steht eigentlich alles Wesentliche schon da. Da hast du den Jahwe, da hast du die 28. Das war das Letzte. Da bin ich aber in den Bibelprophezeiungen reingegangen von Badadude. Update, achte auf die Worte, ich obeis, verliere nie die Verbindung. Schon dieses Wort Bindung, wir können dann reinspringen. Da müssen wir jetzt in dem, der Bindu-Punkt im Sanskrit. Mit dem Heiland. So verliert ihr Geistesfunk auch nimmer mehr und nur an das Gesetz, das Sein im MR
im Mehrquadrat, dieses Doppel-E ist ER-Quadrat. Das heißt, vom Erweckten ist mehr. Rot gelesen ist der Quintessenzkopf. Die Gestalt gewordene Energie ist der Quintessenzkopf. Und das ist immer E-Quadrat euch selbst. Ihr verliert nimmer mehr euch selbst, wenn du weißt, wer du bist. Wohin willst du dich verlieren, wenn du immer das absolute Zentrum bist? Und das bist du. Egal, ob du nach vorne oder nach hinten oder nach oben, nach rechts und nach links schaust, egal, welche Information in dir auftaucht. Wenn du nach vorne schaust, fällt dir hinten. Wenn du nach oben schaust, fällt dir unten. Wenn du nach rechts schaust, fällt dir links. Und egal, welches Bild ist, es gehört immer das Gegenteilbild dazu. Und das jetzt nur diese Kleinigkeit, nur das, was hier drin steht. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Für eine vorhergehende Selbstgespräch erklärt. Bada Dude, Buch 5 und 6, rein zufällig, Quersumme 11, ist AI auf Hebräisch, der Wert 11, das ist E-Quadrat, das ist der Schöpfergott. Kundgabe 182 bis 260, 26, 0, ist die 26 mal 10. Dann haben wir hier BD 0, 260, ich schreibe 0, 26, 0, der Quersumme von 26 ist 8, 1, 1, das ist plus 1, minus 1, sind beide jetzt absolute universale Vorstellungen. Das Uni ist eigentlich das absolute Eine, kann nicht gedacht werden, in dem sich alles befindet. Das Datum reicht, wenn ich die Quersumme fällt auf 29, wieder E-Quadrat. Jetzt haben wir das Absondern von der Welt. Jetzt ist ja schon dieses schöne Ab auf Hebräisch, heißt zum einen Vater, als Av ausgesprochen, aufblühen. Wir lesen auch immer Ab, UB 86 Elayom. UB und sein Sohn. Das ist Gott und der Gottessohn. Absondern, erweckte DR, die geöffnete Berechnung wird zu einer Existenz. Das heißt, generiere ihre Generationen, die Generationen der Weiber, der Frau, von der generierten Welt Brandopfer. Jetzt lese ich ab, Sohn, der Vatersohn. Generierte Existenz von ist bistabil plus oder minus augenblickliche Existenz generiert es. Und jetzt kommt WBR Randopfer, die Welt. Das heißt nämlich, ELD heißt Brandopfer. BR heißt das Äußere, ich werde auf und abschwingen. Das ist die transversale mit Lichtgeschwindigkeit. Und du musst jeden neuen Augenblick opfern, wenn ich so mache. Jede Gedankenwelle, dass eine neue Gedankenwelle auftauchen kann. Und das ist genau genommen hier dieses Zusammenfallen, ist ein Kreisen, wenn man das flächig sieht, wenn ich es immer so mache und dann kriegst du irgendwann einmal die vier Phasen mit. Jede dieser Sätze ist Physik, reine Physik. Und dieses BD, wenn wir uns anschauen, rot-blau gelesen, da müssen wir noch gar nicht reingehen, das hast du rot gelesen, inmitten, verbunden, geschlossen, dual, dann bist du der Gott, ein Geist, der träumt, der schläft ohne zu träumen. Oder du fängst zum Träumen an und dann kriegst du außen eine Polarität, eine Gedankenwelle, die sich an der geistigen Oberfläche öffnet. Das ist eine intellektuelle Öffnung, immer die zwei F. Eine Affinität, jede Affinität ist eine affine Spiegelung, ist ein gewisser Effekt. Das ist EFF, AFF, austauschbar. Und jetzt kriegst du, diese polare Öffnung ist was Abgetrenntes. Das kann man natürlich, dieses Ab, der Pfade ist G, Quadrat, ich kann auch lesen, ein Aufblühen deines Gehirns. Ein Ast, die Schöpfung SD, eines Abtrünnigen. Wenn ich das als raumzeitliche Spiegelung schreibe und das Ganze passiert, Beal, in diesem Gott ist ein Fundament. Ken, tausendfach erklärt. Du gehst diese Erfindung und diesem Geschwätz von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Gliedern, die auf deiner Leinwand, diese symbolische Leinwand, im Englischen heißt es Linnen, da kann ich auch lesen, das Licht ist innen. Habe ich wieder gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt. Das sind alles Lügen und Lügner, das ist die Negativseite. Und Orakelpriester, Priester, kann ich Propheten und Schwätzer. Ein roter Prophet oder ein blauer Prophet. Ein blauer, der sich das Blaue vom Himmel herunterlegt, deine ganzen Physiker, deine Läsche und Konsorten, die geistlos was nachäffen. Lächerlichkeiten des Makrokosmos sind Schwätzer. Ich maße mir das an, das zu sagen, weil ich bin der, der ich bin. Ja. Du wirst jetzt merken, dass diese Wahrsager, das führt dich dann natürlich auch zur Nachasch. Das kann man auch immer rot und blau lesen. Das ist das Erste, was du begreifen musst, dass es keinen Begriff gibt, der nur positiv oder nur negativ ist. Ich sage jetzt einfach wieder Sonnenschein und Regen. Du brauchst beides, dass du Lebendigkeit erleben kannst. Und du brauchst für Geschichten,
die du als Autor, als Zeichenerwecker in dir ausdenkst. Bleib einfach bei Filmen, Unterhaltungsfilmen. Du brauchst Verbrecher und du brauchst Polizisten, sonst kannst du keine Krimis machen. Was jetzt natürlich interessant ist, dass die einen ohne die anderen nicht gibt. Dass es sehr, sehr viele Filme gibt, wo du als Zuschauer mit den Verbrechern sympathisierst und irgendwie unbewusst permanent die Polizisten als die Bösen siehst und mitfieberst, hoffentlich, wann die nicht erwischt. Zum Beispiel Ocean 11. Interessant, 11 ist AI, Ocean, der Ozean ist das Meer. Der, der immer ist, ist der Schöpfergott. Ich glaube ja nicht, dass das Zufall ist. Ich kann es dir immer wieder nur sagen, die Matrix, die ganzen Filme, die du überhaupt hast, Inceptions, Interstellar, Tenet, vorhergehende Selbstgespräche nochmal, oder das vorhergehende, wo ich auf den Sato-Quadrat eingehe hier. Das steckt hier in jeder Kleinigkeit, ist eine arithmetische Struktur, wo alles mit allem zusammenhängt. Und wir können hier natürlich jetzt das Rot lesen, mitten verbunden, geschlossen oder Außenpolar geöffnet. Und dann kriegst du hier eine polare Öffnung, bedeutet in sich allein, all ein sein, das Licht ist innen, aber das ist auch eine Wand. AND. Stoff auf Matt, lass die Toten, gestaltgewordene Erscheinungen sind erweckte, bla bla bla, 2G. Das hier, diese 5,43, die wollten wir uns noch schnell anschauen. Das ist, du wirst jetzt merken, es geht hier um einen Riesenkomplex, bleiben wir mal nur im Totalwert. Das ist ja dann gespiegelt, diese Sache hier, Mose, der vor dem Dombus steht. Da kommt diese Stelle, ich bin, der ich bin. Da hast du diesen Mose gegenüberstehen, das erkläre ich jetzt aber nicht. Da hast du zuerst einmal deine Wellen. 543, deine Wellen, deine Quellen, das sind Steinhaufen, Haufe. Immer daran denken, das hebräische Wort für Welle heißt auch Haufe oder Teilchen. Das ist in der Physik das Teilchen-Wellen-Phänomen. Mhm. Es ist weder das eine noch das andere. Es geht hier um was ganz was anderes. Dann ist es ein Bauplatz. Eine Vorstadt, ein Weideplatz, den ich aus dir heraustreibe, weil du ein Vertriebener bist. Ein geistiges Rundstück. Weideplatz Kor steckt auch das Lamm mit drin. Kafresh. La MM, eine Aue. Aufgeregt sein, erregbar, fühlbar. Ich sage immer wieder hier aufregen. Wenn du dich über was aufregen musst, RGN, das Aufregen, das Murren. Auffühlbar, aufgewühlt. BA heißt das Äußere. Du fühlst plötzlich das Äußere. Aber in dir als Information. Alles ist mit allen verflochten. Ein Wortreisender, wörtlich, Schamgar. Im Gehen, im Gehirn, nein, im Geist ist eine Ehe-Existenz, nämlich das in der Mitte, Synthese ausgedacht, jetzt These, Antithese, können wir natürlich auch spiegeln. Diese drei, Hypen 3 benötigen ein Negativ. Ich klappe das immer nach unten. Das sind die vier Phasen im Einheitskreis. Und da wirst du feststellen, das ist Plus, Plus, Minus. Dieses Minus ist für die unteren Teil Plus. Plus, Minus, Plus, Minus. Und dieses Minus ist auch Plus für dieses Minus. Und jetzt ist es wichtig, dasselbe müssen wir jetzt komplett spiegeln. Und jetzt, wenn du den Mittelpunkt machst für die oberen drei und für die unteren drei, hast du Hypen 3 und Drüben 3. Das ist das Prinzip. Das heißt jetzt, wenn du vor einem Spiegel stehst, pass auf, wir machen es mal ganz genau. Ich mache jetzt einmal den Spiegel, du stehst vorm Spiegel, du hast einen vorm Spiegel und hinterm Spiegel und in der Mitte ist der eigentliche Kopf des Schöpfergottes. Den wir uns jetzt ausdenken, musst du zuerst einmal wissen, dieses Prinzip, du verwechselst dich mit dem vorm Spiegel. Ein ausgedachter Spiegel und hinterm Spiegel. Was passiert jetzt, wenn der vorm Spiegel eigentlich der Spiegel ist? Und dann hast du hier diese drei, dich, du denkst an dich, du denkst dir an den Spiegel und du denkst an dein Spiegelbild. Muss man dasselbe nochmal auf die andere Seite stellen. Mhm. Und diese arithmetische Struktur hängt in dieser Tetraeder-Spiegelstruktur drin. Einfacher kann man das nicht sagen. Das heißt jetzt in ihr, in diesem Vibe, weiß der Matrix-Traumwelt. Und da fängt sich das Ding jetzt an zu teilen. Wir sind nur in dem Totalwert und es entzündet sich etwas in dir, wobei Entzünden immer wieder an die Entstehen denken. Das heißt, es bricht etwas aus. Das ist dieses Prinzip meiner Wunderkatze, mein Sternwerfer.
Aber die sind nur ausgedacht, diese Sterne um dich herum. Das ist diese schöne Struktur, wo ich dir gerade gesagt habe. Die befinden sich nämlich alle in dem mittelsten Licht. Denk einfach nochmal einen normalen zwei Spiegel, wo man Lämpchen dazwischen stellen. Und du wärst jetzt das Licht und du schaust in die Richtung, dann siehst du unheimlich viele Lichter. Aber sobald ich mich darüber hebe, über die Z-Achse, dann stelle ich fest, dass das, was ich sehe, was ich in der Z-Achse mir in Schichten ausdenke, in dieser Tiefe, befinden sich, sind nur Divisionen, Divisionen dieses einen Lichtes. Das sind Urteile dieses einen Lichtes in Form einer Vorstellung. Und jetzt kriegen wir etwas anschwellen, ein sich aufblasen, dann bläht sich das eine Licht plötzlich in einen imaginären Traum auf, der sich letztendlich nur in dem ersten Licht abspielt. Ich ließe gehen und wandeln. Ich schaffte hinweg und ich brachte, ich führte. Du wirst merken, es ist immer das Herausgehen und das Reingehen. Es teilte sich aus, es verteilte, es zerstreute sich. 5, 4, 3, 3, 4, 5. Das ist dieses Spiel, das in der Bibel bis ins Detail beschrieben wird, wenn du in das Matrix-Programm gehst. Ein Spiel von Schatten. Wir können da mal ganz kurz reinschauen, weil wir hier diesen Bezel all. Der kommt übrigens neunmal vor. Dieses Wort kommt neunmal vor. Im kompletten Tenach. Das heißt jetzt erst einmal im Schatten Gottes. Bezel heißt im Schatten, das ist auch dieses Bezelem. Gott schuf den Adam in seinem Ebenbild. Da steht Bezelem, bin ich tausendmal darauf eingegangen. Das heißt im Schatten Gottes. Ganz interessant, die Stelle, diese neunmal, neun steht ja für die Spiegelung. Schauen wir mal, was da steht. Siehe, ich habe Bezalel, je nachdem, wie wir die Vokale setzen, den Sohn Uris und den Sohn Hurs vom Stamm Juda mit Namen berufen und habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und in jeglichem Werk. In diesen zwei Versen steht alles exakt drin, wenn wir das jetzt entfalten. Ganz simpel und einfach. Da heißt es erst einmal das Sehen, heißt auch Lunge. Der Seher, der Schauer, Sehen und Lunge. Bin ich drauf gegangen? Die Vorstellungen, die Spiegelungen, die Darstellungen, die du dir ausdenkst. Das ist das erste Wort. Das nächste Wort, ich rufe, ich rief, ich nannte. Das heißt eigentlich genau genommen einladen. Er lud etwas ein. Das, was du dir ausdenkst, was du ins Leben rufst, lädst du zuerst einmal in dein Innerhalb, in dein darstellendes Bewusstsein als eine Gedankenwelle. Ohne darauf einzugehen, das beginnt mit Kor, das heißt, deswegen beginnt was in dir zu alternieren. Darum ist das hier zuerst einmal Kalde, das Kalte, die Mauer, die Wand, Spiegel hüben, Spiegel drüben und dann fängt das Ding zum Schwingen an. Aber nicht in Form von Raum und Zeit, sondern mit Lichtgeschwindigkeit. Darum heißt dieses selbe Wort auch der Seelenfrieden. Frieden ist die Frucht des Paradieses, des ewigen Hier und Jetzt. Okay, dann kommt im Namen, das heißt aber auch im Namen, im Wohlgeruch. Ruch ist der Geist oder die vier Weltgegenden. Die vier Weltgegenden, das sind die vier Spiegel im Tetraeder-Spiegelstruktur. Und jetzt kommt dieser berühmte, da ist nur ein Eigennamen, das heißt hier genau im Schatten Gottes ist der Sohn, das ist hier den Sohn Uris und das ist mein Licht. Das heißt ganz einfach, mein Licht ist der Sohn, ist mein eigenes Licht. Die Sonne, Helium, zweites Element. Und der Sohn Hur, das ist der Ben Hur. Damit sage ich jetzt interessant, das ist der Edle, der Freigeborene zum einen. Das heißt auch Leinen, Linnen, das Licht einen. Weiß, ein Weib werden lassen. Das sind die zwei Seiten, das Loch ist die Lebensschlüssel. Die Gefängniszelle, die Grube, die Höhle, der Hohlraum. HWH, Lichtraum. HWH, Lichtraum. Das ist der Traum. Das ist eine Gefängniszelle, diese Höhle. Schmeißen wir das Waff raus, kriegen wir den Hur, dann heißt es der Freigeborene. Ja. Der Edle. Interessant, jetzt kommt hier der Sohn Uris und der Sohn Hurs vom Stamme Juda. Das ist hier dieser Stamm. Heißt auch Steckenstab, Zweig. Wir haben hier jetzt eigentlich ganz definitiv das, was ich dir gerade schon gezeigt habe, mit dem BD. Wir sind immer noch bei der Bada-Bude. Schau mal, Ast, Balken. In Gott ist ein Fundament. Im Nichts ist ein Fundament. Das sind die ganzen Schwätzer.
Die Leinwand, das Linnen, merkst du, da kommen die ganzen Wörter vor. Die Erfindung, ein Erwecktes, du kannst nur das Erweckte in dir selbst finden. Das sind immer 2G. 2G ist 3,3, 3,30 ist die Welle. 3,3 gelesen heißt das Dach, das Ausgedachte. Erfordert immer eine Trennung und das machen die Wahrsager. Ja. Zeig dir ganz kurz den Hur, wenn wir das Waff rausschmeißen. Das ist der Ben-Hur. Ja. Dieser Ben-Hur, das ist erst einmal der Edle, der Freigeborene. Das ist BRG, im erweckten Geist, hebraisiert im erweckten Geist, ist HBH, le, wird dieses H, Ö ist auch W, HBH wird auseinandergeschmissen, das ist JHWH. Mhm. Da haben wir wieder unsere 2F. Ein kreisendes Facetten, die zu existieren beginnen. Aufgespannte Existenzen deines Gehirns oder deines Geistes, je nachdem, ob du das bewusst oder unbewusst machst. Mhm. Und wir schauen uns mal jetzt diese Form von Stecken, Ecken, Stock, Ast, Zweig, Volksstamm, Stammrude. Das ist der Sohn Hurs vom Stamme Juda. Das Wort ist ganz interessant, weil das L als Vorsilbe heißt ja zu. Und dann kommt dieses Ausbreiten, zu einem Ausbreiten in Ecken. Raumzeitliche Spiegelungen in Ecken. Das steckt hier. Deutsch Ivri ist untrennbar miteinander verbunden. Deutsch Ivri. Das heißt aber auch, sich auf ein Bett legen. Dieses Betet, Bet in ein Haus hinein. Da kriegen wir eben Rebe. Eine Rebe, die Rechtsbeugung. Gibt auch eine Linksbeugung. Jetzt sie wanken, sie schwanken, sie stolperten, sie straucheln, sie biegend. Denk wieder biegend. Denk an den Gesichtsfeld, an dein Gesichtsfeld, an der Kamera Obscura, das Gebogene, beugend, wendend, ausbreitend, sich ausstrecken. Das ist, jetzt sitzt du im Zentrum dieses Spiegeltunnels. Aber schau mal, das jetzt wieder einzeln, diese in Zweierrodixen, das ist eine Vermehrung. Eine Vermehrung, eine Menge von gespiegelten Wahrnehmungen. Das heißt nur gespiegelte Wahrnehmungen. Eine Menge von gespiegelten Wahrnehmungen. Und das passiert, das ist der Stamm von Juda. Das Wort Juda, steckt das Judo mit drin. Da kommen wir dann übrigens in das Japanisch-Chinesische, im Japanischen. Denk wieder an die Kampfsport, die Überkampfsportart ist Budo. Das ist Judo. Kyudo ist die Kunst des Bogenschießens. Ich nehme eine Ecke und strecke eine Ecke. Da ist überall diese Udo mit drin. Ich sage in allen Sprachen, wirst du da nicht rauskommen. Und das ist immer... Komm nicht im Wörterbuch vor, macht aber nichts, aufgespannte, geöffnete Wahrnehmung. Du kannst es sofort lesen. Die göttliche Quintessenz, das ist Gott. Der eine, rot gelesen. Ich kann natürlich auch eine intellektuelle Wahrnehmung, blau ist eine aufgespannte, geöffnete Wahrnehmung. Das ist das simple System, du kannst sofort fließen, die Tora lesen, nur in rot-blau. Ich kann das mischen, dann kann ich sagen, die göttliche Quintessenz und eine aufgespannte, geöffnete Wahrnehmung. Und ich habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt. Dass ich erfüllte ihn, das ist Melech. Melech ist der König da. Das Ahnfühlen, das heißt Gestalt gewordenes Licht, Schöpfung, la, auseinandergeschmissen, mit Ruch, das ist der Geist oder die vier Weltgegenden, Elayom, UB 86. Du bist erfüllt mit diesem Licht, mit meinem Licht, das aber in unendlich viele Facetten zerbricht. Und jedes kleines wird überall, auch in den Upanishaden, in den ganzen heiligen Schriften, im Koran, wird dieses Prinzip beschrieben, wenn man das richtig übersetzt. Jetzt lassen wir es aber gut sein hier. Jetzt will ich da mal wieder zurückgehen. So. Das ist der Schritt des ewigen Lebens. Ich bin wirklich der, der ich bin. Und nochmal, ich bin wesentlich mehr du, wie irgendein Gedanke an irgendeinen Menschen, wie ein Udo Petscher oder sonst was. Das ist nicht wichtig. Wie ich dick, ist der im Zentrum. Ja. Und jetzt kriegen wir diese Lautwandlungen zwischen den G und den K, zwischen den C und den Z und den G. Und da ist ein reines arithmetisches Schöpfungsprinzip. Und wenn du dir das aneignest, kannst du die Welt erschaffen, wie du willst. So wie ein Programmierer, der programmieren kann, sich hinsetzen kann und kann hier unendlich viele Vorstellungen in Science-Fiction-Welten in Fotorealität für VR in 3D erzeugen in sich selber. Aber da geht es noch ein weiter, weiter Weg dorthin, weil momentan reicht es mir, wenn du wach wirst. Darum sage ich, du musst wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind.
Du änderst dich nicht, wenn sich deine Informationen verändern. Und du wirst jetzt irgendwann einmal wirklich erkennen müssen, dass es keinen Sinn macht, eine bestehende Information ständig zu wiederholen, weil dann steckst du in dieser Ebene fest. Mhm. Wenn man nicht alt werden will, wenn man nicht geistreich alternieren will, man muss loslassen können. Und dann wirst du Geist merken, dass ich durch alle Menschen durch dich spreche. Wie war das noch, Helene? Was sagt mein Toni als letztes? Ich mache es noch viel tiefer hinabsteigen in El Hayom. Die Botschaft ist nur für den, der das träumt. Die Figuren, die im Traum in Erscheinung reden, die kriegen das nicht mit. Darum ist auch Holofeeling niemals in irgendeiner Form für die Menschheit gewesen, die du dir ausdeckst. Ich sage auch wieder zwei Seiten, du musst mit keinem drüber reden. Du darfst aber, wenn du willst. Du wirst aber feststellen, dass das in der Regel bloß Konflikt aufschmeißt. Konfligo, fliegen. Darum teste zuerst einmal, ob dein Gegenüber überhaupt hinter dieser Maske, und hier haben wir jetzt in diesen Corona-Zeiten um dich rumlaufen ja nur Masken, Personen, Personare, Masken, die eine panische Angst haben, ihre Maske zu verlieren, ihren Körper. Mhm. Es ist unendlich Koller, weltlich krank, absolut geistlos nachgeäfftes Wissen von sterblichen Säugetieren, die als Ding an sich, als rein jetzt gedachte Säugetiere sowieso keine Überlebenschance haben. Also es ist ein sinnloses Unterfangen. Ich sage, das ist ein riesengroßer Fehler in einer Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Egal wer du jetzt bist, solange du noch gegen irgendwas wetterst, das ist natürlich jetzt diese Querdenker-Szene, die auf was hinweist, die weisen ja auch nur auf Einseitigkeit hin. Die wollen ja nichts anderes, die wollen von einer Seite, dass das Ganze in die andere Seite geht, dass die Welt wieder normal weiterläuft. Was ist für dich normal? Jeden Morgen aufstehen und danach gehen, dass man zumindest so viel Geld hat, dass man sich am Leben erhalten kann? Habe ich nicht schon ein paar Mal gesagt, wenn du jetzt bewusst ein träumender Geist bist, das, was deinen Traum am Leben hält, ist mit Sicherheit nicht das ausgedachte Geld. Nein. Sondern der dich träumen lässt, das bin ich. Und ich behaupte jetzt wiederum, dass ich du bin. Da muss ich jetzt aber diese 4x den roten Bereich verstanden haben. Mhm. Da hatte ich eine lange Diskussion, da muss ich jetzt nochmal reinschauen mit meinem Holger, weil wir hier in einen Bereich kommen, ich rede dann, ich mische immer wieder mit normalen Darstellungen, der macht immer schöne Zeichnungen. Das war jetzt die neueste, das ist, weiß nicht, die wievielte Version von ihm, dass er merkt, es ist nicht so leicht darzustellen. Wir haben das erste Mal unser Bücherregal. Das sind Lebensbücher. Diese Lebensbücher, wo ich sage, ist einmal, jetzt hast du ein Bücherregal, das sind jetzt wie Romane. Das ist ja meine einfachste Metapher. Wir können auch sagen, das sind jetzt verschiedene Videospiele, wo du einmal ein Mittelalter spielst, dann ein Mittelalter, ein Ritter spielst, dann ein Captain in einem Raumschiff, egal was. Zurzeit hast du in dir, wenn du ein Computer bist, hast du ein Programmlauf in deinem Arbeitsspeicher, das ist das sogenannte Konstruktprogramm. Das ist das, was der blaue Mensch ist. Und darum ist hier, wir ziehen jetzt ein Buch raus, Beginn des Lebensbuches oder des Programms, wir laden die Daten in den Arbeitsspeicher. Das heißt, das Menschenleben, das ist das blaue Ich. Der Mensch ist ein reines Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm, das ist eine komplette Lebensgeschichte, mit dem ich bestimmst du natürlich auch, wenn du an dich denkst, an welches Ich du denkst, das ist natürlich vom Säugling bis zum Greis, je nachdem, wie weit du in dem Buch drin steckst, eckst, auf welcher Seite du dich befindest. Das sind Daten von Reizauslösern, von Reaktionen, von Ego, von Intellekt, nicht nur dein Intellekt, sondern dein Intellekt ist ja auch das, was in dir viele verschiedene andere intellektuelle Denker auftauchen lässt, wo du mit deinem Intellekt dann bestimmst, der stimmt, dieses Wissen, dieser Glaube ist richtig und dieser ist verkehrt. Aber diese ganzen intellektuellen Denksysteme und Meinungen, die du dir ausdenkst, die du als nicht richtig, verkehrt, umgedreht definierst, entspringen aus deinem Intellekt. Lass dich auf dich wirken, das ist so. Alle Religionen, die du dir ausdenkst, kannst du dir ja nur denken, weil die jetzt im Arbeitsspeicher sind. Auch wenn du dann sagst, meine Religion ist die richtige, mein Glaube, ich bin Christ, ich bin Katholik, ich bin Zeuge Jehovas, nein, ich bin Bahai, ich bin egal, was du denkst. Es sind alles intellektuelle Denksysteme, Untersysteme aus deinem Intellekt und du benutzt nur einen, wo du sagst, der ist richtig.
Das ist dieses Wissen, ich nenne das auch den Schwamminhalt, der dann auch bestimmt, was richtig und verkehrt ist, was man essen darf, was man nicht essen darf. All das machst du selbst mit einem geistlos nachgeäfften Wissen. Das erzeugt dann auch deine Gefühle, wie du auf gewisse Sachen reagierst. Der Intellekt bestimmt zum Beispiel, ob du schwul bist oder ob du hetero bist. In der Form, er bestimmt, ob du dich jetzt als ein Männchen oder ein Weibchen erlebst, als ein trockennasenaffen Mann oder ein trockennasenaffen Frau. Du bist der Geist, der diese Rollen spielt. Er bestimmt deine Emotionen, ob du dich über was freust oder ob du dich darüber ärgerst. Es ist ein Reizauslöser da und du wirst mit deinem programmierten Intellekt darauf reagieren und so in dir Gefühle erschinaffen. Vollkommen unbewusst. Alle Körper, ich meine nicht nur tierische Körper, sondern auch Kreis, Dreieck, Häuser, Bäume, das sind alles Körper. Alle Bilder, Biele erweckt, im Kind erweckt, alle Geschichten, alle Erlebnisse, all das ist auf diesem Programm. Und jetzt ist es so, du Geist, ich, UB, bin nicht nur dieses Bücherregal, sondern die ganzen Bibliotheken deiner Welt. Und ich jetzt als Leser ist ein unveränderlicher träumender Geist, ohne bewusst zu erleben. Bin eigentlich ich. Und sobald dieses Ich sich mit diesem Bund, mit diesem Programm verbindet, entsteht das violette Ich. Eine Symbiose von Ich und Ich, von Geist und Leben. Und jetzt kriegst du deine individuellen Erfahrungen, deine Prinzipien, die Emergenzen. Das ist jetzt hier, ich will da nicht so genau drauf eingehen. Das sind die genauesten Erklärungsmodelle für Welt, die es überhaupt gibt, die mit einer jetzigen Logik schon verstehbar sind. Und da muss man sich nähern und du hast alle Zeit der Welt. Und ich kann dir nur sagen, es ist ein Akt der Reife, für was du dich interessierst. Und wenn du die Reife kriegst, würde dich nichts mehr anderes interessieren. Was hat meine Irenchen heute gesagt mit ihren Büchern? Ich sitze bloß noch da. Benzi hat immer gesagt, ich habe Schreibdurchfall. Du sitzt und schreibst, weil du dich einfach mit einem Selbstgespräch auseinandersetzt. Ich könnte jetzt viele Namen nennen, die Diana, die Ariane, die Andrea, die hatten Phasen, die jedes Selbstgespräch Wort für Wort niedergeschrieben haben und hat sich jedes einzelne Wort nochmal genauer angeschaut und du wirst Wunder in deinem Kopf erleben ohne Ende. Vorausgesetzt, es ist jetzt auf deinem Film, auf deinem jetzigen Leben drauf. Wenn das nicht drauf ist, bist du deswegen kein schlechterer Mensch. Ich sage immer wieder, du darfst Reife nicht mit Qualität verwechseln. Ein Säugling, der in die Windel macht, ist in Bezug auf den Trockennasenaffen genauso ein Mensch, ein wertvoller Mensch, wie ein Erwachsener. Er ist bloß noch nicht reif. Innerhalb dieser Erwachsenenlogik. Und man muss dann irgendwann nochmal aufhören, in die Hosen zu scheißen. Und das ist die Symbolik in der Führerscheinprüfungsbogenwelt für den träumenden Geist. Ich sage, du hast zuerst einmal zu lernen, vor nichts und niemandem Angst zu haben. Solange du nämlich noch vor einer Information, die du selbst in dir erschaffst als träumender Geist, Angst hast, hast du noch nicht verstanden, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Du bist immer, und die Gedanken kommen und gehen, kommen und gehen. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist das Erste, was du zu lernen hast. Und solange du dich noch über irgendwas aufregst und vor was Angst hast, bist du noch ein vollkommener geistiger Hosenscheißer. Da magst du in deiner Welt ein hochgradiger Professor sein, ein Chefarzt sein, eines großen Klinikums und so weiter und so fort. Du bist trotzdem bloß ein vollkommen geistloser Narr, der versucht, sterbliche Säugetiere am Leben zu halten. Wenn du noch ein Guter bist, sage ich, aber in der Regel geht es bloß noch um Geld verdienen. Das sind Krankheitserfinder. Ist natürlich jetzt der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Keine Schuldzuweisung. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er von mir gedacht wird. Bist du schon ich? Also du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und dann musst du die Grundprinzipien wissen, was du bist immer derselbe Geist und was du siehst, sind deine Informationen und deine Informationen werden nur von dir gesehen. Und wenn du Menschen denkst, jeden dieser Menschen, die du denkst, ob das Politiker oder Ärzte sind, das haben wir jetzt gerade gemacht aufgrund der Worte, die sind so, weil du sie dir so denkst. Aber wenn ich ein Tierforscher bin, bewerte ich nicht, sondern ich schaue einfach nur wertfrei. Kannst du schon vollkommen wertfrei deine eigenen Wertungen betrachten? Beantworte dir das selber.
Und du kriegst von Problem zu Problem neue Aufgaben von mir gestellt. Da muss man jetzt aber wieder wissen, was Probleme sind. Sind die was Negatives? Nochmal, das lateinische Wort Probleme heißt das Vorgelegte. Ich könnte jetzt sofort von einer Sekunde ein neues Problem erschaffen, indem ich einfach sage, schnipp, und jetzt dreh einfach den Kopf, an den du jetzt denkst, wenn du an deinen Kopf denkst, um 90 Grad nach rechts, und dann taucht ein neues Problem in dir auf. Bei jedem Moment ist ein neues Problem, etwas neu vorgelegtes, das aber mit dem nächsten Gedanken schon wieder zurückgeholt wird. Ich beschreibe dir mit einer hundertprozentigen Präzision und Genauigkeit das, was sich in dir abspielt, was jeder, der wirklich meditiert, das eigentlich mitbekommen müsste, weil er es niemals verstehen wird, sind jetzt irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Du kannst Gedanken, die du denkst, nichts erklären. Und erwarte bitte nicht, dass irgendein Gedanke, selbst wenn er den Eindruck macht, dass er was versteht, als Ding an sich was verstanden hat. Das heißt jetzt, normal für dich gesprochen, es wird niemals irgendein Mensch, der in dir in Erscheinung tritt, gleichgültig, ob du den jetzt denkst oder ob er sinnlich, eine sinnlich wahrgenommene Information ist von dir. Das Verstehen, was ich dir Geist erkläre. Und wenn du das verstanden hast, wird dein Leben um vieles leichter. Dann sind die Verlustängste weg. Man fürchtet sich vor all dem, was man nicht kennt. Und eine vollkommen neue Welt, die wirklich absolut neo-vollkommen neu ist, die kennst du noch nicht. Das, was du dir hochrechnest als bessere Welten, sind nur aufbauend auf deinem jetzigen Intellekt sehr fehlerhafte Welten, die letztendlich immer noch Einseitigkeiten anstreben. Wie viel Fehler muss ich eigentlich noch? Fehler heißt nicht, dass was falsch ist. Falsch ist Falle, ist Falle. Du beseitigst einen Fehler, indem du das vervollkommnest. Das beginnt in dem Moment, wo du erkennst, dass ein Kreis auch ein Dreieck ist. Und ein Quadrat. Denk wieder an den Keil. Vorhergehendes Selbstgespräch. Diese Schattenwürfe, die man hier zeigen kann in der Form des Seils. Und dann wirst du merken, mit der Lautwandlung des Säger und Säker, dass man hier immer wieder, dass du sehr fein hin musst, hören musst, wenn irgendwas gleich klingt, dass das dann doch gleich ist. Der Keil, der Pfeil, dann führe ich das zum Äußern, das stochastische Denken. Und du lebst halt in einer Welt, dass du von mir Bestätigungen kriegst. Wenn du jetzt ins Internet gehst und suchst die Wahrheit, eine Wahrheit, was suchst du für eine Wahrheit? Was richtig ist, umso mehr du was glauben willst, werde ich in dir Sachen auftauchen lassen, die dich in deinem jetzigen einseitigen Glauben bestätigen. Und umso mehr du nach Fehlern suchst gegenüber irgendeiner anderen Meinung, werde ich diese Bestätigungen auftauchen lassen, dass du immer mehr die Gewissheit kriegst, dass die anderen verkehrt liegen, dass das nicht richtig ist. Aber so kompliziert muss man doch gar nicht denken. Ich müsste eigentlich nur das ein Beispiel verstanden haben. Oder das Wohnungsbeispiel. Ein Streit, solange es du mit Menschen zu tun hast, die sich darüber streiten, ob eine Welle ein Berg oder ein Tal ist, wirst du mit einer vollkommenen Geistlosigkeit konfrontiert. Das sind deine Philosophen. Und wenn ich jetzt hier, da muss ich jetzt das Bild nochmal einschalten, wenn ich jetzt hier in Büchern reingehe und ich gehe ins Spektrum der Wissenschaften und dann hast du hier vollkommene Schwachköpfe, die dir über was Falschinformationen erzählen. Und du schaust dann Browserspiel, die dann hier ganz go-virtual viral dienen, dazu einige der Strategien von Verschwörungstheoretikern und Urhebern von Falschinformationen kennenzulernen. Dass man mit aller Gewalt versucht, Menschen auf Einseitigkeiten zu drücken. Dass du hier letzten Endes dann feststellst, dass das wissenschaftliche Arbeiten von Philosophieprofessoren sind. Was für ein Scheißdreck lernt ihr eigentlich auf euren Universitäten? Jetzt sind wir wieder so, das ist ein geistloses Nachschwätzen, das, was diese Professoren dir lehren, ist doch nur rezitiertes Wissen. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der Frage, wie man am besten mit Verschwörungstheoretikern umgeht. Sie hat dazu Sachbücher geschrieben. Wir können da nochmal reingehen. Andere Verschwörungstheoretiker bedeutet, es viel einzigartig zu sein. Gilt es nicht für jeden?
die diversen Verschwörungstheorien und Fake News, da müsste ich zuerst einmal wissen, was Fakten sind. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und dann wirst du merken, dass die Fake News, die größten Fake News verbreitet zurzeit die offiziellen Wissenschaften. Das sind die größten Lügen, die es überhaupt gibt. Die Erde ist eine Kugel, die sich um die Sonne rumdreht. Das ist eine Lüge. Das ist Makrokosmos. Zeig's mir. Es sind Dogmen, einfach nur geistlos nachgeäffte Dogmen von Affen bei eigener Definition, die sich versuchen, möglichst lang am Leben zu erhalten. Menschen meinen, für große Ereignisse große Erklärungen finden zu müssen. Wir sollten zunächst die Begrifflichkeiten klären. Gut, da stehe ich drauf. Was unterscheidet Verschwörungstheorien von Fake News? Wer an einer Verschwörungstheorie glaubt, ist der Meinung, einige wenige Menschen mit Macht haben sich geheim verabredet, um etwas zu ihrem Vorteil zu planen, ohne dass die Welt dies erfährt. Das sind solche Meinungen. Ich sage von dir, da außen sind keine Menschen, da ist keine Pharmaindustrie, da ist gar nichts, da sind keine Politiker. Das Einzige, was existiert, ist das, was du jetzt siehst. Und das verändert sich ständig. Du erlebst als Geist nur deine selbst ausgedachten, geträumten Informationen und existieren tut prinzipiell bloß das, was hier und jetzt in deinem Kopf ist. Aber der Kopf ist so klein, den du dir denkst, dass du die Komplexität im Innersten, diese Kollektionen im Innersten, aus dem diese oberste Oberfläche herausspringt, die du jetzt bis zur sinnlichen Wahrnehmung auf der Farbbrille erlebst, in einen ständigen Wechsel ist. Und zwar ändern sich die Bilder mit Lichtgeschwindigkeit. Deine Informationen ändern sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, dass jedes Bild, das sich auflöst, sich jetzt auflöst und jedes Bild, jeder Gedanke, jede Information, die neu entsteht, jetzt entsteht. Da muss ich jetzt wirklich das transverteile Denken, die Z-Achse, verstanden haben. Dieses Prinzip, es ist nicht hier hell und dann ist es finster, sondern es ist wenn, dann ist beides gleichzeitig. Schaue ich die Seite an oder schaue ich die Seite an? Und es fällt gleichzeitig zusammen und taucht wieder auf. Taucht zusammen und taucht wieder auf. Und wenn ich jetzt das eine dritte Dimension dazu nehme, zweidimensional gesehen, ist es ein Kommen nach oben und nach unten, das passiert gleichzeitig. Und jetzt kommt die Quantenmechanik. Wenn ich jetzt einen Schalter nehme, ich mache das einfach mal so und ich schaue den von der anderen Seite an, ist es ein Strich. Geschlossen, geöffnet. Das ist die Quanten. Kann was geschlossen und geöffnet gleichzeitig sein? Das ist Schrödingers Katze. Katze heißt übrigens Endpunkt. Auf Hebräisch, wenn man es mit Kopf schreibt. Und da könnte ich jetzt so jede Kleinigkeit, dass wir hier die Kiste, den Aaron, ich bin bei der Kiste, hätte ich noch weitermachen müssen. Da kommen wir nämlich nochmal, da wird es dann sehr interessant, wenn wir den Aaron kriegen. Das ist nämlich die Bundeslage. Das ist auch der Sarg der Kasten. Insoweit, da sind die zwei Cherubim drauf. Ich mache es jetzt bloß so. Denkt ihr das als Dreieck? Wenn ich es immer so mache, muss der Dreieck Hüben 3 und drüben 3. Das sind die Cherubim, die auf dieser Kiste draufstehen. Das hängt alles zusammen mit Holofeeling. Das erklärt ihr Holofeeling. Unendlich viel Wissen und das ist alles in dir drin. Schon aufgrund der Tatsache, dass den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, wenn du träumst, alles, was ich dir jetzt als Udo erzähle, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Dann fallen wir in den einen Punkt zusammen. Du denkst jetzt dich selbst aus und den Udo aus oder irgendwelche andere aus. Das ist die Zweiheit, ist die kleinste Form von Vielheit. Das erkläre ich immer und immer wieder. Und du musst der Erste sein, du musst der Erste sein, der das versteht. Es können in dir gar keine auftauchen, wenn ich sage, die Menschen um dich herum sind Spiegelbilder deines Charakters. Facetten aus dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und die Welt um dich herum sagt zurzeit wesentlich mehr über dich selbst aus, wie über irgendwelche anderen. Ja. Dieser kollektive Wahn von Streitereien. Und du kannst das da mal feststellen. Ich weiß nicht, auf wie viele Selbstgespräche ich darauf hinweise, du beobachtest dich und du schaust zuerst einmal, wenn verschiedene Meinungen in dir auftauchen, mit welcher Meinung du sympathisierst, an welcher Einseitigkeit du mitleidest. Das heißt nämlich sympathisieren. Wo du Beifall klatscht. Und dann kommen Äußerungen von irgendwelchen anderen, die du dir ausdenkst, wo dir die Haare zu Berge stehen. In einer Negativäußerung. Und du kannst die Seiten umdrehen, dass ich immer sage, hättest du in dir die Logik zu durchschauen, von der anderen Seite wäre das vollkommen logisch für dich und dir würden exakt genauso die Haare zu Berge stehen im Angesicht deiner jetzigen Meinung, wenn du die andere Meinung vertrittst.
Das ist ja dieses Unglaubliche, dass Ungeimpfte überhaupt nicht fassen können, dass die Leute, die sich dreifach impfen lassen, die genauso krank werden, genauso ansteckend sind, mittlerweile sogar auch wesentlich kranker werden. Ich verweise auf die neuesten Meldungen, die du jetzt in dir wachrufen kannst aus Israel, Ivrin, die Gesetzesverletzer, die vollkommen durchgeimpft sind, die haben zurzeit eine Schwemme, dass die jetzt vierfach geimpften teilweise extrem krank sind, noch viel kranker sind wie die anderen. Und jetzt lassen Sie sich nochmal eine fünfte Impfung einfallen. Dass da vielleicht die Impfung selber dran schuld sein könnte, ist natürlich nicht außen vor, auch in Singapur. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und Traurig. dass das absolute Feindbild, die Juden sind die gesunden Menschen, jetzt irgendwie sollte man sich denken, weil die ja dran schuld sind. Die sind ja die Überträger. Es ist einfach so wirre, dass ich immer wieder sage, jetzt gerade mit Lauterbach, wenn Menschen, wenn du jetzt dich wieder auf den Leim gehst, dass du in einer Zeitung die Worte hast, hier 70% der Bevölkerung sind komplett mit dem, was die Regierung macht, einverstanden. Der beliebteste Politiker ist unser Gesundheitsminister Lauterbach. Denen geht doch jegliche Form, wenn es die geben sollte, geht doch jegliche Form von Menschenerkenntnis abhanden. Und dass dann die Schwurbler, die Verschwörungs, dann hörst du dir einen Bhakti und andere Wissenschaftler, die in einer absoluten Ruhe, ich sage immer, hör dir einen Vortrag von Daniele Ganz an, ein Verschwörungstheoretiker, der 9-11 leugnet. Da gibt es nichts zu leugnen, das ist fake, die Mondlandung ist fake. Es ist prinzipiell alles fake, was du dir ausdenkst. Es ist hier und jetzt eine Information. Denk wieder an mein grünes Maßmännchen mit dem Mond. Das Faktum, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Diese Worte haben es in sich. Die Tat besteht darin, dass du jetzt was denkst und du denkst dir aus deinem Intellekt, den du ja noch gar noch nicht durchschaut hast, was alles Wissen in dir drin ist. Jede neue Internetseite, die du noch nicht angeschaut hast, kommt aus deinem Intellekt. Wie viel benutzt du von dem Intellekt, den ich dir gegeben habe, zum Denken? Ein Nichts. Du bewegst dich in so einer kleinen Parzelle dessen, was wir Internet nennen. Von Milliarden und Abermilliarden von Seiten, selbst wenn ich nur auf YouTube gehe. Von diesen Millionen von Videos, du schaust immer wieder dieselben an. Wie ein Trüffelschwein suchst du dir deine eigenen Trüffeln raus, die für dich als gut und köstlich angesehen werden. Und bist entsetzt, wenn dann zufällig einmal wieder irgendeine Seite auftaucht, wo dir voll die Haare zu Berge stehen, wo du nichts damit zu tun haben willst. Das ist das Problem, das du hast. Das Problem der Einseitigkeit. Und Einseitigkeit ist Unvollkommenheit. Wieso nur einen Glauben anhängen, wenn du alle vertreten kannst? Egal, was einer behauptet, ich würde zu dir sagen, der hat recht, das stimmt auch, das stimmt auch. So kann man das auch sehen. Ja, so kann man das auch sehen, wenn man es kann. Aber wie blind sind welche, die das nicht können? Was hindert dich eigentlich dran? Jetzt ist das schöne Wort, dass ich sagte, Impfgegner ist kein Impfgegner, sondern einfach einer, die können sich alle impfen und schimpfen lassen, so viel sie wollen. Sie haben recht. Ist mir doch wurscht. Ist mir egal. Egal. Es ist eine aus mir herausgetriebene Welle, die schon wieder weg ist, wenn ich es nicht mehr denke. Die große Kunst des Loslassens. Und ein großes Problem ist immer noch deine extreme Verwechslung dieser Bruch des ersten Gebotes. Du machst dir ein Bild von dir selbst. Wohlgemerkt, ich rede mit deinem Geist. Geist ist ein absolutes Nichts, weil er ewig ist. Und durch diese Verwechslung mit deinen sterblichen Säugetieren lebst du in einer Welt voller Angst, dass du versuchst das, mit dem du dich verwechselst, möglichst lang am Leben zu halten und dann bleibst du bis in alle Ewigkeit auf dieser Ebene hängen. Wird immer mal glücklich sein, mal unglücklich sein, dann wieder ein Wehwehchen, dann kein Wehwehchen. Bis du aus dieser Zweiheit was vollkommen Neues machst, eine vollkommen neue Qualität. Das sind die höheren Dimensionen, die nichts zu tun haben mit einer jetzigen Vorstellung von Räumlichkeit, die du nicht mehr denken kannst. Ich sage mal, bei vier Dimensionen hört es auf. Alles andere sind nur noch Perspektiven dieser vier. Das ist der Einheitskreis in die vier Dimensionen. Und die Perspektiven dann, Perspekulum, das sind Wissen, wird erweckt in diesen SB, in diesem Bewusstsein der Weisheit. Das Zentrum der Kamera Obscura. Es passiert von alleine, so wie du jetzt als
jetzt gedachter Trockennasenaffe dich vom Säugling genau genommen von einem befruchteten AI über diese 3x3x3 Wachstumsstufen bis zu einem G-Reihe S, zu einem geistigen Spiegelbewusstsein. Das ist Kreis, wenn man das G-Reihe S schreibt. Auch ein geistiger Spiegelbewusstsein. Entwickelt hast. Und dann wirst du dich bewusst in Entstehung setzen. Entstehen heißt in Bewegung setzen. Dieses Fast and Seatbelt, wo ich so oft gesagt habe, das Fast heißt mit Lichtgeschwindigkeit dich bewegen, weil du dich dann nicht mehr bewegst. Fast and Seatbelt, in Bewegung setzen. Und dann wirst du entschlafen. Aufhören zu schlafen, sondern absolut bewusst wach denken. Hier ist bewusst und denken, geistreich denken heißt danken. Danke sagen für jeden neuen Gedanken, den du erleben darfst. Keine Angst mehr haben, dass mir was passieren könnte. Jetzt bist du ein bewusster Zuschauer, der jetzt weiß, boah, ich habe in meiner Bibliothek noch tausende von Filmen, die ich mir alle noch anschauen darf. Spannende Filme. Übrigens zur Zeit, zur formgewordene Zeit, läuft ein extrem spannender Film. Das ist ein Game. Das Spiel. Das schlägt unberechenbare Haken. Ich verweise ein göttliches Spiel. Das, was sich in dir abspielt, das ist dieses göttliche Spiel. Das spielt UB in dir ab, Gott in dir ab. Spiele mit, schau einfach, dir kann nichts passieren. Das einzige Tipp, den ich dir versuche, nicht den jetzigen Zustand noch am Leben zu halten. Das führt natürlich sofort wieder in das nächste Problem. Ich könnte jetzt wieder raumzeitlich das Thema haben, dass ich sage, wieso schaust du immer wieder dieselben Artikel an, immer wieder dieselben Zeiten. Du schaust wieder über Verschwörungstheorien, dann schaust du dir das an, dann schaust du dir das an. Lass es. Aber jetzt haben wir, willst du es oder willst du es nicht? Nein, du musst aufhören, weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast. In dem Moment, wo du das nicht anschauen willst, dass ihm als Gedanke nicht mehr auftaucht, hast du ein Feindbild. Solange du etwas nicht haben willst, wird sich das in dir wiederholen. Ich lasse das bis in alle Ewigkeit, wo du Angst hast, lasse ich wiederholen in dir. Und alles, was du nicht loslassen willst, was du haben willst, wiederholt sich auch. Ich sage so oft, ich will und ich will nicht. Der Weg in die Freiheit, in die Mitte, ist die absolute Gleichgültigkeit. Das habe ich in so vielen Beispielen habe ich das erklärt. Es geht jetzt mal auf der Brüsselebene, wenn du bloß eine Zeitung durchblätterst. Du rasterst diese Zeitung durch auf die Schnelle, eine Zeitschrift, und du wirst feststellen, bei manchen Überschriften reagierst du positiv, da wirst du etwas genauer in den Artikel reinschauen, und auf andere Überschriften reagierst du negativ, die wirst du auch länger anschauen. Und dann sind so viele Artikel und Kleinanzeigen, die kriegst du eigentlich gar nicht mit, weil wirklich, ich sage immer wieder, in dem Moment, wo die auftauchen, fallen die schon wieder zusammen, weil du nicht resonierst. Mhm. Das ist die Gleichgültigkeit. Dieses ich will und ich will nicht, ist die Falle. Darum sage ich irgendwann, was du singst, ich will mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben. Nicht weil ich es nicht haben will, sondern weil es mich langweilt. Mhm. Und da sage ich jetzt zum Abschluss, das Leben ist ein Witz und du hast die Bahn, den noch nicht verstanden. Den Point, den eigentlichen Punkt, der du selbst bist. Und ich spiegel ja gerne, das heißt immer, wenn du Angst hast und aufschreist oder Schmerzen hast, das hört sich für mich an wie Lachen. Und dann erzähle ich den Witz immer und immer wieder, weil er kommt ja noch gut an. Und in dem Moment, wo du irgendwann mal da sitzt und schüttelst einfach bloß den Kopf und sagst, jetzt kommt er schon wieder mit den alten Scheiß, hast du aufgehört zu lachen. Dann hast du es verstanden. Aber ich verspreche, ich lasse mal deinen neuen Witz einfallen. Bis du absolut rein geworden bist, abadisch, nicht mehr leidend, sondern ein Zuschauer, der alles, sich an allen erfreut, jetzt im roten Sinne eine rote Glückseligkeit erlebt, die nichts mehr zu tun hat mit irgendwas Ausgedachtes. Ich kann immer nur sagen, jede Form von Glückseligkeit, von Glück, das in Verbindung steht mit irgendwas Ausgedachten, Existierenden, ist vergänglich. Wenn du das immer wieder wiederholst, dir wird es nicht gelingen, es ist vergänglich. Ja. Weil Existieren ist nicht für die Ewigkeit erschaffen ist. Also kann auch dieses
Glück, das in Verbindung steht mit ausgedachten Dingen, nicht ewig sein. Und jede Form von Sicherheit, an die du dich festklammerst, die in Verbindung steht mit was Ausgedachten, ist genauso vergänglich. Es gibt nur eine absolute Versicherung, eine absolute Sicherheit, und das ist das absolute Vertrauen an UB 86 Elanio. Und der wiederum sagt, ich bin du. Auch jetzt in der Form dieses Geistesfunken, der du bist. Ich erkläre dir, kann nichts passieren im Negativen. Es passiert. Aber was ist wieder das Passus? Passion. Die Passion. Vorbeiziehen. Die Leidensgeschichte, ist das Wort Leiden für dich bloß was Negatives? Schon wieder eine Einseitigkeit. Du merkst, es liegt sehr, sehr viel noch im Argen. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Okay. Spielen wir noch eine Runde Leben und schauen, wie dieses Game, wie dieses Spiel sich weiterentwickelt. Du hast den Joystick in der Hand. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Und patsch.